So, wir gucken jetzt mal, was bei Matthias abgeht. Angeblich platzt er auf mich. Wir können das mal gucken, dann werde ich mal was dazu sagen. Erstmal gucke ich mal, ich weiß gar nicht, worum es geht und warum er auf mich platzen sollte. Es gibt eigentlich keinen Grund. Das ist der Chef von ZEG Plus, Leute. Der Gründer und Chef von ZEG Plus. Ich habe den auch ein paar Mal schon interviewt. Wir kennen uns lange. Eigentlich immer funny, eigentlich immer cool, Guck mal, Leute, von lustig. allen Lagermitarbeitern ist das hier der Bekloppteste. Also, ich weiß nicht, wieso der auf mich abgeht. Guck mal, jetzt zeig ich euch wirklich mal die Wahrheit. Also, jetzt sagt er die Wahrheit. Okay. Ja, der hat Farid gesponsert eine Zeit. Ich weiß nicht, ob der mit Sinan was gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich habe, der hat uns auch geplaced. Viele Male. Ja. Hip-Hop.de Placements, Roos Placements, also was los Placements. Wir hatten auch mal eine hitzige Diskussion. Aber wir haben uns geeinigt. Da bist du aber auch schon 6 Jahre her. Ich bin der alte Aufklärer. Ich bin der Meinung. Guck mal, jetzt sag ich euch wirklich mal die Wahrheit, du Mäus. Ich bin der alte Aufklärer. Ich bin der Meinung, noch niemand hat Menschen in Livestreams auf YouTube so gerichtet wie ich oder weiß so viel und denkt so schlau um Ecken. Alle auf YouTube reden zwar groß, viele sagen auch, ich komme nicht zurück, aber wenn ich zurück bin, werden eh wieder alle meine Eier lecken. Und ich sage jetzt euch mal die einzig wahre Wahrheit über Mäus, weil da wird gerade so viel über Mäus geredet und rumhantiert. Das ist totaler Bullshit teilweise und irgendwie. Was heißt Bullshit? Das stimmt schon alles. Die kritisieren den alle und ich gebe allen Recht, die den kritisieren so. Und ich erkläre euch jetzt aber auch ganz kurz, wieso er bewiesen im Unrecht ist so. Wieso sich alle unnötig aufregen und wieso das ganze Thema jetzt hier mit 3 Minuten zugemacht werden kann. Guck mal, ich sag's euch Okay. ganz genau, ne? Ich habe Mois kennengelernt, weil ich der Erste war, der ihm Geld in die Hand gegeben hat aus der ganzen Eiweiß-Bodybuilding-YouTube-Szene. Ich war der Erste, der ihm Geld in die Hand gegeben hat und einen Auftritt geboten hat. Und der Kontakt kam dann zu Farid zustande. Farid hat auch mitgeholfen. Das stimmt, an dem Tag haben wir uns kennengelernt mit Mois. Das stimmt, da erinnere ich mich dran. Okay. Das war original so, der Mois war in Wien, der war da rumhampeln auf YouTube, hat die Rapper geärgert, der Fahrrad und der Kolle waren cool mit ihm, ich glaube, Kollege hat ihn auch Mois getauft, also der Name Mois kommt ja von Kollege. Roos hat damals übelsten Film auf mich geschoben bei der Expo, was ich mir nicht habe gefallen lassen, wollte irgendwie, hat mir irgend so einen Spruch gedrückt für, boah, pro unter 5000 Euro mache ich gar kein Interview, so als wäre Roos der Gott der Götter, total ekelhaft. Das stimmt nicht. Aber ich sag. Okay, aber das stimmt nicht. Wir haben uns voll verkracht, ich habe den am Telefon noch beschimpft und so. Nein, hast du nicht. Boah, Matthias, du bist laut geworden und ich bin laut geworden. Beschimpft haben wir uns nicht. Wir waren laut. Ich sag gleich, worum es geht. Beschimpft hast du mich nicht. Wenn du mich beschimpft hättest, würde sie jetzt nicht da sitzen und eine Instagram-Story machen. Das wissen wir beide. Aber ich will nicht viel reden. Beschimpft hast du mich nicht. Halt deine Schnauze. Du bist sehr laut geworden. Ich bin sehr laut geworden. Aber wir haben normal geredet, also normale inhaltlich. Ey, Matthias, ich weiß echt nicht, was du vorhast hier, aber ich sag gleich, worum es eigentlich ging, warum wir uns verkracht hatten in da. Weil wir haben uns auch nur ganz kurz verkracht. Am Ende bin ich ja reingekommen. Die Videos sind ja online. Wir haben ja gearbeitet zusammen. Aber wollen wir mal sehen, was zu sagen hast. Ist einfach ein Faktbruch und Roos jetzt auch nicht abzustreiten, so. Wir werden sehen, Matthias. Ist einfach ein Fakt, da bin ich ausgerastet, so, weil die Art, wir waren eigentlich Freunde, war total läppisch, der wird alles auf Toxic geschoben, sagt Toxic ist so ein Deutscher, ich bin auch Deutscher, und der Toxic hat das formuliert, diese E-Mail. Kann sein, kann auch nicht sein, aber. Warte mal. Erst wirft er mir vor, dann sagt er, kann sein, kann aber nicht sein. Oh, Matthias, Alter. Aber Chalas, wir lassen das so stehen und für Roos sein Gesicht, Toxic war das, okay? Für mein Gesicht brauchst du nichts machen. Für mein Gesicht, Matthias, sorge ich selber. Wir werden gleich sehen. Dann aber musste ich jemand anderen suchen und habe Mois gefunden. Mois dafür für Roos Job geholt. Wo Roos nachher sauer war, weil ich mit Roos nachher übertragen habe, es erzählt nur zur Authentizität der Geschichte, dass es stimmt. Wo ich mit Roos nachher übertragen habe, habe ich beide eingestellt. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Leute. Jetzt kommt der wichtige Wendungspunkt auch da, wieso ich das sage. Nach der FIBO, als das erste Mal Kontakt hatte in Deutschland, hat der Mois mir gesagt: Guck mal, Matthias, wir müssen die alle. Nee, Quatsch. Der hat dann von der Expo für mich gemeldet. Also wenn das jetzt von der Roos-Thema weggeht, dann werde ich die Sache kurz klarstellen. Das nervt mich, Matthias. Ich sage dir, ich war immer korrekt zu dir. Es ist noch eine Menge Geld offen, was du mir nicht bezahlt hast für die WM. Ich habe für die WM
diese hässlichen T-Shirts von euch getragen. Ich habe diese ZEC Plus Werbung gemacht. Dann hast du das die ganze Zeit auf Malik geschoben, der nicht mehr bei dir ist. Malik hat das auf dich geschoben. Irgendwann war es so ein Hin und Her. Und ich habe auf jeden Fall eine Menge Kohle bis heute nicht bekommen. Irgendwann habe ich aufgegeben. Ich habe wirklich aufgegeben und mir gedacht, scheiß drauf. Ich habe ja auch durch euch verdient. Habe auch gearbeitet. Wirklich scheiß drauf, ne? Ich habe Malik übrigens noch ein paar Mal getroffen. Wir arbeiten ja jetzt wieder zusammen mit Malik macht jetzt diese Weed-Sache, wo der massiv drin ist. Und dann hat der Malik, der hat mich gebucht, bin hingeflogen, haben wir ja Werbung gemacht für seinen Shit. Und dann meinte er zu mir, habe ich den mal gefragt, habe ich mal so ein Spessgest gemacht, habe ich gesagt, ja, Bro, aber musst du mir doppelt so viel zahlen? Ihr wisst so Spaß, ey, weil damals so. Und dann hat er mir wieder gesagt, ey, Bro, ich habe da gearbeitet, dies, das. Matthias will dich nicht bezahlen oder will das nicht, sieht das nicht ein. Weil, was weiß ich, vielleicht war mit meiner Arbeit nicht zufrieden, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, ja, aber ganz gar nicht bezahlen? Was wart ihr nicht zufrieden? Du hast nicht genug gepostet und so, hat er gesagt. Ja, ich habe dann gesagt, scheiß drauf. Da meinte er, red doch nochmal mit dem und dem. Das ist der Neue, der den Job macht bei ZEC. Da habe ich gesagt, Bro, ich habe keinen Bock. Ich werde das nicht hinterherlaufen. Ist egal. Vergiss es. Ich habe es wirklich vergessen. So. Also das mal dazu. Wollte ich nicht erzählen, aber wenn du so einen auf den für sein Gesicht kommst und so. Ich weiß gar nicht, warum du mit mir so redest. Ich habe noch nie schlecht über dich geredet, Matthias. Ich weiß nicht, warum du diesen Schritt gehst. Aber ich sag dir mal was, Mathis. Ich habe mitbekommen, als wir letzte halbe Jahre diesen ekligen Shitstorm hatten, jeder auf uns getrampelt bist. Glaub nicht, ich habe nicht gesehen, dass du live gegangen bist und Scheiße über mich erzählt hast. Auch da haben mir die Leute das geschickt und auch da habe ich gesagt, ich weiß nicht, was er von mir will. Eigentlich mochten wir uns, waren Freunde, Businessfreunde so mäßig. Ich weiß nicht, warum er das macht. Der Livestream gegangen hat Scheiße über mich erzählt. Auch da habe ich es hin angeschickt und gesagt, guck dir an, sind wir am Boden, wer alles kommt und auf uns spuckt. Sogar ein Matthias, mit dem wir eigentlich gut sind, wir haben ihm nichts getan, er hat uns nichts getan. Guck mal, er geht so. Matthias, ich habe dich nicht vergessen. Mach dir keine Sorgen. Auch jetzt, ich verstehe es nicht, aber okay. Keiner hat das gesucht. Keiner hat den Streit mit dir gesucht. Ich habe gar keinen Streit mit dir. Aber wenn du das so willst, okay, also, damit das klar ist, weil das, guck mal, ein was los kostet nichts. Es sei denn, du willst deine Marke drin haben und deine Marke richtig präsentiert haben. Das nennt man Placement. So, wir hatten mit Matthias jahrelang Deals und wir haben auch gut verdient, wir haben auch für ihn gearbeitet, also für ihn seine Sachen gemacht. Dann kam diese, wie nennt sich das so, diese Fitnessmesse und zur Zeit, als ich bei hiphop.de war, muss klar sein, ich habe die Deals nicht gemacht. Toxic ist der Chef, er hat die Deals gemacht und ich habe einen Share bekommen. Das ist nicht mein Laden, ne, damit das klar ist. Und Toxic hat natürlich auch transparent mit mir gearbeitet, das ist ja klar, ich habe meinen fairen Share bekommen, Toxic ist immer sehr fair. Irgendwann hieß es, ZEC Plus, dies, das, Matthias bucht, also ich war da ein paar Mal wohl und wir waren auch im Gespräch, ich erinnere mich jetzt an die Einzelheiten, aber irgendwann hieß es, er bucht Moise Roos, er bucht dich nicht. Dann habe ich den Toxic gefragt, dann sagte der, ja, der wollte die Summe nicht bezahlen. Der wollte das, was ich gefordert habe, nicht bezahlen. Ich so, okay, ich weiß nicht mehr genau, warum wir dann noch telefoniert haben, ob er vielleicht über Malik, vielleicht habe ich mich abgefuckt darüber, dass ich den Job nicht bekommen habe, weil es ist ja wichtig für mich, das Geld verdienen, ist ja klar. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann, glaube ich, entweder Malik, weil mit dem war ich immer cooler. Ich habe so oft mit Matthias, ich weiß nicht mehr die Einzelheiten. Das ist so viele Jahre her. Aber irgendwie haben wir geredet und ich habe den dann wahrscheinlich gesagt, Emma, was ist los? Ich mache hier alles. Kannst mir den Job nicht geben. So. Mir ging es jetzt nicht per se um, wer ist Mois? Ja, wer ist Mois, ist mir sowieso egal. Aber er sagte dann, er hat mich dann angeschrieben, ja, was soll denn das, was wollt ihr, was, unter 5.000 Euro mache ich kein Video. Das ist bei Gott nicht von mir und so etwas hat Toxic auch nicht gesagt. Aber er wollte gerne 5.000 Euro, ich weiß nicht, für den ganzen Abend, für pro Video, für drei Videos, aber für den Placement, das muss klar sein. Und was wir dann verlangen oder was Toxic verlangt hat, der hätte auch 1 Million sein können. Also, das ist ja egal, es ist nur, ich will nur nicht, dass man verwechselt,
Ich bekomme kein Geld für Interviews. Das ist ja lächerlich. Aber ein Placement kostet Geld, ist ja klar. Damit verdienen wir unser Geld. Irgendwie hat er sich mit Tobi nicht so verstanden. Und ich bin der Typ, der direkt anruft und versucht. Tobi ist mehr so der E-Mail-Mensch und keine Ahnung. Ich habe ihm dann gesagt, Bro, vielleicht ist das über E-Mail falsch kommuniziert worden, lass uns doch quatschen. Dann nach der Schreierei, nachdem wir uns beruhigt haben, dann meinte der, ja, Mann, jetzt habe ich schon den Dinges gebucht. Ich habe gesagt, ja, okay, dann mache ich was anderes. Dann mein nächstes Mal, bla, bla, bla. Dann muss ich sagen, war er aber korrekt. Ich weiß nicht mehr, ob er oder Malik dann gesagt haben, kommt trotzdem. So. Dann bin ich trotzdem gegangen und guess what? Tobi ist toxic, genau. Und guess what? Und deswegen nervt mich das gerade, dass der so ekelhaft über mich redet. Ich habe mehr bekommen als 5. Ich habe sogar 8 bekommen. Ich erinnere mich an 8.000. Ich kann nochmal nachgucken. Es gibt E-Mail-Verkehr. Ich habe sogar 8.000 bekommen. Und ich habe auch gar nicht so viel mehr gemacht. Aber ich will ja auch immer, dass ich überliefere auch immer, wie sagt man, überliefern. Das heißt, wenn zum Beispiel Samsung zu mir sagt, 2 Postings, 4 Postings für die Summe, dann mache ich nicht 4 Postings. Man macht natürlich ein bisschen so, das eine ist schriftlich Deal, das andere ist, du willst den Kunden ja auch zufriedenstellen. So. Das war der Tag übrigens, dass ich bin da hingekommen. Alles war auch cool mit ihm, auch mit Matthias war alles cool. Ich verstehe nicht, wieso der immer so einen abfälligen Ton über mich redet. Matthias, das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, wer du denkst, wer du bist, dass du über mich so redest. Bro, ich rede auch nicht über dich so. Null Respekt einfach. Das ist so diese Nasenbär-Talk. Warum machst du das, Bro? Ich habe gar nichts mit dir zu tun. Ich fand sehr nett, als ich im Krankenhaus war, dass er so einen Post gemacht hat für mich. Ich verstehe es nicht, wie du so etwas über deine Lippen kommen kann, ohne dass du checkst, dass du so hässlich über einen redest, ja? Keine Ahnung, Bro. Ilias schreibt, der redet über jeden so seit Jahren. Also, ich denke nicht, dass er über Farid so reden würde, aber das ist üblich so. Über Roos kann man, den kleinen Roos, da kann man ja mal so reden, aber über Farid wird der nicht so reden. Mann, weißt du was, Matthias? Das ist echt schade. Das ist wirklich ekelhaft von dir. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir schon so reden, ja, da ist noch eine Menge Geld offen und das nicht wenig. Für die WM, frag mich, keine Ahnung, da habe ich noch deren Zoo irgendwas T-Shirts getragen und Zweckwerbung gemacht. Die waren ein bisschen unzufrieden. Kann man ja sein. Ey, wir fanden, du machst mehr Postings oder so. Ja, okay, aber soll ich jetzt gar nichts kriegen? Also okay, egal. Letztendlich hatten wir damals, glaube ich, der Tobi wollte 5.000 haben für das Placement, was eigentlich, frag jeden größeren YouTuber, irgendwie, wir sind nicht so big gewesen damals, aber das ist eigentlich auch keine Summe so für sowas, für die Werbung. Aber ist ja egal, kann ja jeder für sich entscheiden, ob es viel ist oder wenig. Am Ende habe ich ja sogar mehr bekommen, weil ich auch mehr gemacht habe. Ich habe auch mit ihm ein Interview gemacht und das ist alles Placement. Klar, meinst du, Bruder, meinst du, mich interessiert jetzt Eiweißshake oder was? Aber klar, es ist ein Placement und ich war auch immer dankbar dafür. Das ist Geld, was du verdienst. Und ein interessantes Interview ist es ja auch. Kollege ist da, Farid ist da. An dem Tag gab es Schlägerei mit Arafat. Hätte ich eine Gefahrenzulage noch kriegen müssen. Aber ein Interview mit Matthias, ich fand das auch so interessant, dass ich mich jetzt nicht quälen, sagen wir so. Ne, ich finde, er hat ein Business aufgebaut, ist cool, alles locker. Das hate ich nicht. Ich rede das nicht schlecht, ich rede ihn nicht schlecht, auch seine Marke nicht schlecht. Ich finde nur jetzt, wie du über mich redest, Mats, das habe ich nicht verdient, Mann. Und ich habe das nicht vergessen, dass du das schon im Sommer gemacht hast. Ich verstehe dich nicht, aber nur eins muss klar sein. Ich bin keiner, der sowas auf sich liegen lässt. Das ist nicht cool von dir. Ne? Ansonsten kann man sagen, dass ich meine Arbeit auch immer, also sitzen lassen. Ich habe meine Arbeit immer gemacht und ich habe auch immer geguckt, dass alle zufrieden sind, auch nachgefragt. Wie findest du das? Ding ist, keine Ahnung, Malik, blablabla. Nein, super, alles cool. So, bla. Weil Malik, ich sage immer, Malik ist immer ein Ansprechpartner, aber den Malik ist auch ein, jeder aus der Szene kennt den auch, ne? Der hat Street Cinema gegründet damals, ist dann mit Street Cinema dann rausgegangen, Daniel macht Street Cinema weiter, dann ist er zu Zack gegangen, ist ein umtriebiger Typ, jeder kennt ihn, das war so mein Ansprechpartner, so. Weißt du, keine Ahnung, Bro, weißt du, was ich meine, ist das für eine ekelhafte Art, Roos,
der wollte unter 5000 Euro machen, ich mache nichts. Habe ich niemals gesagt. Aber selbst wenn, also ehrlich habe ich nicht gesagt, aber selbst wenn. Und selbst wenn Toxic das gesagt hätte, unter 5000 macht der Roos nichts. Tamam. Ja, am Ende haben wir uns angesaugt, aber als wir telefoniert haben, habe ich verstanden, was er sagt. Er hat verstanden, was ich sage. Wir haben trotzdem geil zusammengearbeitet. Ich verstehe nicht, warum er so das jetzt so ekelhaft raushaut. Ey, ich bin, keine Ahnung, Alter. Egal. Es muss klar sein, ich habe mir jahrelang ein Brand aufgebaut und jetzt willst du bei Was Los stattfinden. Jeder weiß, es geht doch gar nicht nur um mich. Guck mal, ich mache einen coolen Podcast, bla bla bla. Aber wenn ich Gäste habe, wie, keine Ahnung, Bushido, Massiv, Sido. Ich habe so Stars aus der Szene, die eine Reichweite haben. Die Was Los folgen, werden massig geklickt. Na klar, kann man das irgendwann, also ich habe damit nicht deswegen nicht angefangen, das wusste ich damals nicht, dass sowas überhaupt geht. Ich hätte nie gedacht, dass ich dadurch irgendwann mal Geld, so Geld verdienen kann. Und dann kommen Marken. Mann, ich habe Samsung geplaced, wir haben PlayStation gehabt, wir haben Logitech gemacht, bla bla bla. Und ja, von kleinen Firmen, von so Zec, kann sie ja sich die Summe nehmen, die Samsung bezahlt, ist ja auch Logo. Aber ja, warum die beiden sich irgendwie, der Toxic und der Matthias, warum die sich irgendwie über ein E-Mail in die Haare gekriegt haben oder so, das weiß ich nicht, Alter. Aber ich habe Toxic angerufen damals, habe zu ihm gesagt, Bro, das kann ich, also ohne, weil ich wollte natürlich sein, nicht ihn übergehen, wäre ja auch hässlich für ihn, er macht, kommt nicht, ich rufe an. Aber ich habe mein Okay geholt von Toxic sozusagen. Ich habe ihn erstmal gefragt. Er sagt, guck mal, das und das habe ich gesagt. Wollen die nicht? Habe ich gesagt, gut, vielleicht kann ich den Job noch retten. Ich rufe mal an. Das ist alles. Matthias, in deinem Leben hast du mich nicht beschimpft. Glaub mir, hättest du mich beschimpft, wäre ich wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, nicht dahin gekommen, hätte gearbeitet. Meinst du, ich gehe irgendwo hin, wo man mich beschimpft hat vorher oder was? Also, oder? Was ich dazu sagen kann, ist nur, Bruder, das ist seltsam, wie du über mich redest, Bro. Ja, gut. Weiter geht's. Interviews gemacht. Ich habe ihm damals Schwarzgeld auf die Hand gegeben, so von meinem Privatkonto überwiesen. Das heißt, weißes Geld von mir, aber quasi, nee, das war also quasi versteuertes Geld. Also Schwarzgeld für ihn in dem Moment, für mich versteuertes Geld. Auch hier, warum sagt er das? Ich meine, man muss jetzt mäusig feiern, dies, das. Aber warum wickst du ihn jetzt nach 6 Jahren, kommst du und sagst, ich habe ihn schwarz bezahlt? Also, Bruder, Gott sei Dank, wir haben immer Rechnung gemacht. Gar keinen Bock. Da war er cool mit so. War ich ein bisschen krank. Ich bin auch echt ein bisschen krank geworden. Dann habe ich mit ihm nochmal in Deutschland gechillt und dann meinte er so, ey Matthias, du bist voll korrekt. Wir waren echt sehr, sehr gut befreundet, so aus meiner Weltsicht. Da meinte er uns, lass uns alle f***en, diese ganzen Rapper, die sind alle Schwarzis und so, wir müssen die alle ausnutzen, das sind voll die Söhne und die ganzen Rapper sind voll die F***en, jeder Rapper ist eine F***e und jeder, der rappt, ist sowieso eine F***e, bla bla bla, aber lass uns die ausnutzen, du bist zu gutmütig, lass dich von denen allen ausnutzen. Okay, ich will es kürzer machen. Später hat er aber auch mal zum Zeitpunkt, wo ich mit Farid ein bisschen Meinungsverschiedenheit hatte, hat er auch über Farid sehr schlecht geredet, obwohl Farid ihn ja quasi zu der Plus gebracht hat. Das stimmt, was er sagt, das kann ich bestätigen. Der Mois hat immer schon über alle so despektierlich und so von oben herab geredet. Und natürlich hat er über Farid schlecht geredet. Der hat immer über Farid schlecht geredet. Der hat auch 18 Karat versucht, die ganze Zeit von Farid wegzuholen, indem er ihm gesagt hat, so, deine Boxen sind doch viel zu teuer. Die machen die Boxen, die Produkte. Ich könnte so viel erzählen, was er erzählt hat. Spielt auch gar keine Rolle mehr, so, weißt du? Am Ende spielt das keine Rolle. Jeder weiß alles. Die Szene ist doch klein. Der hat Milano versucht, von Sinan wegzuholen. Der hat im 18 Karat vollgelabert, dass Banger Musik ihn abziehen würde. Der hat jeden mit alles vollgelabert. Und eine Zeit lang wurde das ja auch geglaubt, aber irgendwann hat man auch gecheckt, okay. Irgendwann, aber das war spät. Egal. Mann, ich könnte 1000 Storys erzählen. Matthias kennt auch ein paar. Also, Mock schreibt, der hat ja auch immer schlecht über seine Brüder geredet. Ja gut, ich raste auch mal auf Sinan aus, aber das ist immer noch sein Bruder, das ist mir egal. Das kann er machen, wie er will. Aber er soll halt, die Wahrheit ist so, guck mal, der Farid hat, also der Matthias hatte sich mit Tobi irgendwie gestritten, Roos zu buchen war ihm zu teuer, okay. Dann hat er den Farid angerufen, Farid hat dann gesagt, buch doch diesen Mois, der macht doch gerade guten Content und kann, dann ist auch lustig. So.
Das weiß ich, weil ich mit Farid telefoniert habe. Und ich habe zu ihm gesagt, Bruder, dies, Maß. Er so, ja, ich habe gesagt, der soll den Mäus nehmen, aber ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr wirklich warum. Vielleicht habe ich ihn angerufen, um zu checken, ob der mich vernetzen kann, ob der ein Wort für mich anlegen kann oder ob wir ein Interview machen. Ich weiß nicht mehr, warum ich ihn angerufen habe, aber er hat dann gesagt, dass es von ihm kam. Daran erinnere ich mich irgendwie und meinte, er redet doch mit Malik, ihr kriegt das so bestimmt hin, bla bla bla. Keine Ahnung. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, das stimmt schon. Das war ja der Tag, wo der Mois da hinkam. Dann hatte der kein Hotelzimmer, hatte der bei mir ein paar Stunden verbracht. Irgendwann hat er später ein Hotel bekommen. Und an dem Tag, das ist der Tag, wo ich den Mois auch einen Fuffi gegeben habe, weil er sein Portemonnaie verloren hatte. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Und er war mir jetzt als Person oder so völlig egal. Mir ging es darum, ich wollte den Job haben, mir ging es ums Geld, ich muss Geld verdienen. Mir war natürlich, er war ein, ich sage mal in Anführungszeichen, ich hatte Angst, jo, wenn er jetzt einen Job hat, dann kriege ich keinen Job. Diesen Interview und Kaspar machen bei Stack Plus Job. Aber der Matthias war so cool, der hat mich auch einfach auch noch dazu gebucht. Ich meine, wir sind ja auch zwei verschiedene Typen. Ich mache ja Interviews. Der Mäus ist ja kein Typ, der jetzt eine Stunde Interview macht. Der nicht, das ist ja seine Art und sein Style. Das wiederum kann ja ich nicht. Das ist ja auch cool. Alles okay. Deswegen verstehe ich nicht, wieso der so hässlich über mich geredet hat und jetzt auch Mäus vom Bus wirft. Weil er hat doch eh gar nichts damit zu tun mehr. Und ich finde, Mäus hat schon an dem Tag zumindest funny gearbeitet und da war auch fleißig. Da hat viele Videos gemacht da und so. Okay, wir gucken mal weiter. Im Auto fragte ich ihn dann, guck mal, Mäus. Ah, stimmt. Leon Lovelock war sogar dabei. Stimmt, also er hat viele Influencer gebucht aus der Rap-Szene. Der hat halt die Marke gepromotet, ja. Wie kann ich dir denn vertrauen, wenn du über jeden Rapper schlecht sprichst und jeden Rapper f***st und jeden willst und mit mir jetzt quasi Leute f***en willst, aber ich will ja gar keine Leute f***en. Also meine Freundin will ich ja gar nicht f***en. Ich will im Internet Feinde f***en. Dann meint er, du kannst mir vertrauen, weil du bist der Einzige, der mir die Hand gereicht hat und mich aus Wien rausgeholt hat, mir Geld gegeben hat und mich auf die große Bühne gestellt hat. Und ich habe auch viele Follower dadurch gewonnen. So. Der war so voll bodenständig, okay? Monate später haben wir uns bei Tim und Nico in Stuttgart getroffen. Der war schon gar nicht mehr bodenständig. Der war schon am Fliegen, wie auf. Ich schwöre, der sagt: Guck mal, wie viele Follower ich habe, guck mal, wie viele Likes ich habe, guck mal bei. Das stimmt. Kann man nicht anders sagen, das stimmt. Der ist sehr früh abgehoben. Und die ganzen Likes, Mikes, Followerschaft, das hat den immer sehr das Gefühl gegeben, er steht über allen so. Kollege im Verhältnis zu mir, weil der Kollege war immer so ein Dorn im Auge, glaube ich, so. Kollege hat im Verhältnis zu mir weniger Likes und das Vergleichs, weil Mois hat den krassen Hype damals. Das ist ein Fakt, okay? Das ist ein Fakt. Dann. Ja, das stimmt. Und er meinte auch irgendwann, ich rap besser als die, die wollen mich klein halten, Filme. Der hat sich ja überworfen. Erst hat der San Diego komplett seine Fanbase aufgenommen. Dann hat der Kollege seine Fanbase aufgenommen und hat die supportet und hat dann versucht, eigentlich die als Sprungbrett zu nehmen. Anfang 2020, einfach der Beweis, war Mois bei mir im Lager, der hat mir hier ein Setup aufgebaut in meinem Haus, in meinem alten Haus. Ich habe aber dafür gesorgt, dass ich sage extra keinen Namen, aber das ekelhaft ist, ein Familienmitglied von ihm in Trier operiert wird, weil er nicht hinbekommen hat oder aufgrund seines Ausweises diese Person nicht operieren lassen in Bottrop oder was, keine Ahnung, wo der gewohnt hat. Die Rechnung für Krankenhaus, wofür ich gebürgt habe, hat er natürlich nicht bezahlt. Kripo kam nachher zu mir mehrmals. Ich habe ihn nicht gezinkt, aber ich muss immer mich mit der Kripo rumschlagen. Korrekt, Mois, du bist ein feiner Kerl. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Und zu diesem Zeitpunkt, ich schwöre bei Gott, macht er zwei Leute, die gerade über ihn reden. Ich will die nicht, ne? Ich habe nichts gegen die. Die sind neutral, alles cool. So, nicht, dass ihr denkt, ich will euch. Ich bringe euch nur als Beispiel, ich nenne eure Namen nicht, weil ich will, dass ihr euren Respekt behaltet. Der hat zwei Rapper, die gerade über ihn reden, so zum Hund von mir gemacht, Voicemails geleakt. Der hat die so zum Hund gemacht, da ich dachte, es Tag voilà, wie ist der drauf, der Typ, der. Also ich dachte. Er hat Estafula gesagt. Okay. Also das muss ich sagen, das wird er wahrscheinlich auch über jeden gemacht haben, weil das habe ich auch tausendmal mitbekommen. Rapper schreiben ihm bei Instagram oder bei WhatsApp nett, sind cool, sind höflich, sind lustig. Und der Mäus zeigt ihnen Sprachnachrichten dauernd überall als Trophäe und macht sich über die lustig. Guck mal, wie der bei mir bläst, Bruder. Guck mal, Bruder, guck mal. Halbe Million Follower bläst bei mir, Bruder. Ja, das hat Mäus immer gemacht, das muss man sagen.
Das war ja auch der Grund, so ähnlich wie Matthias das hier sagt, habe ich ja auch gedacht, wenn der vor mir das macht und mir die ganze Zeit schwört, dass andere sind. Und ich habe auch immer zu Sinan gesagt, glaub mir, das ist auch, das bist du auch für den, wenn du weg bist. Deswegen, hab ich ja immer zu Manu und Mois gesagt, was chillt ihr da, macht euer eigenes Ding, weil ich wusste immer, der ist ganz, ganz, ganz wild. Ich dachte mir, als Christ, es Tag vor da, was nicht ganz passt, aber egal, habe ich gesagt, wie ist der denn drauf so? Der chillt doch den ganzen Tag mit denen so. Wie kann der dir hier so zum Hund machen, Voicemails zeigen, dies, das? Und da ging es um Leute, die nice or scheiß mit ihm gemacht haben so. Oder mit ihm Videos gedreht haben so. Und ich meine nicht mal Restro, es geht um zwei Rapper so. Ich werde den Namen nicht nennen, ich will auch 0,0 habe ich was gegen die. Ich habe auch bei diesem Scheiß nicht mitgemacht, ich sag das ehrlich. Nicht, ich will auch nicht bei denen blasen so, ne? Also auch an euch beide. Ich blase nicht bei euch. Gerade, aber ich will disse euch auch nicht. Ich erzähle dir nur die Geschichte, um Mois auch mal aufzuzeigen. Der hat so schlecht über die geredet und mit Argumenten auch. Der zeigt so, Voice, guck mal hier, der eine sagt so, der andere sagt so. Der bringt so Argumente halt, wieso ich die auch scheiße finden soll. Ich bin auch so ein bisschen so verwirrt, weil ich denke mir so, guck mal, der sitzt doch jeden Tag mit den beiden. Jeden Tag. Wie kann der bei mir so schlecht reden? Auf meine Frage hin, wieso er so schlecht über die redet, kann natürlich selber antworten, wie immer, wir sind Brüder, die beiden nicht, die nutzen mich auch nur aus, ich nutze sie auch aus. Weiter geht's, pass auf. Und ich bin ja nicht dumm, jemand, der bei mir schlecht über andere redet, habe ich den auch im Verdacht. Ich dachte mir schon, das ist ein ganz komisches Verhalten, ganz komisch so. Aber ich dachte mir noch, der ist bei Sek Plus, ne? Der ist auch wichtig für Sek Plus, zu diesem Zeitpunkt war der stark. Du chillst hier mit dem, so. Ich habe sein Kind kennengelernt, seine Familie, so. Ja, vielleicht mit den beiden, vielleicht sind die beiden wirklich im Unrecht so. Und dich mag er wirklich so. Und diese Show, er scheißt auf jeden, aber wir sind hier, du bist mein Sponsor und wir sind hier eine Gang und wir werden Sek Plus noch ganz groß machen. Vielleicht. CEO, er war der CEO. Ich blase nicht bei euch. Leute, ich sage euch eine Sache, ne? Eine Sache möchte ich euch sagen. Das ist Matthias, der hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt. Hört mal bitte. Der hat mir noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt, der Matthias, was will er? Digga, ich werde dir deinen beschissenen 7 € geben, wenn mich dann sagt. Matthias, es war mehr als 7 €. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Digga, ich werde dir deinen beschissenen 7 € geben, wenn mich dann sagt. Okay, weiter geht's. Ich meinte, dieser Film ja trotzdem ernst, weil er ein bisschen da ist, so, ne? Und dann aber kommt der Knackpunkt, Leute. Und das zeigt jetzt einfach den Knackpunkt, wieso jeder, der gerade recht hat. Und dann bringe ich euch noch einen Knackpunkt, wie Bushido, dass Bushido ein Idiot ist, dass er nur mit Mois gesessen hat. Dass Bushido der größte Trottel auf Erden ist, dass er mit Mois nur gesessen hat. Diese beiden Beispiele bringe ich euch. Und dann habe ich mit Moritz geholt, das ist mein bester Freund, und habe gesagt, kannst du Mois mit nach Hause fahren ins Ruhrgebiet? Ich muss schlafen, ich habe 2 Tage nicht geschlafen. Mois und ich haben also 2 Tage. Also Mois und ich haben 2 Tage zusammen durchgemacht, okay? Auf Rakete oder was? Auf Rocket-Basis haben die nicht geschlafen oder was? Und deshalb habe ich zu Moritz gesagt, kannst du nach Hause fahren. Ich habe Mois vorher nicht gesagt, dass Moritz mein engster Vertrauter ist. Ich habe Mois vorher nicht gesagt, dass du Moritz tausendmal vertrauen kannst. Ich habe Mois vorher nicht gesagt, dass Moritz mein bester Freund ist, der eh alles von mir weiß. Okay? So. Für ihn war Moritz einfach nur ein Freund von mir, der ein Pferd. Als dann kam Moritz zurück und meinte zu mir, Matthias, guck mal, pass mal auf bei diesem Mois, der ist brandgefährlich so. Der hat vor mir, obwohl der nicht weiß, wie ich in der Hierarchie bei dir stehe, so, über 2 Rapper, mit denen er jeden Tag chillt, so ekelhaft geredet, mir Voicemails vorgespielt, der wird dir auch Unrecht tun, so. Ich dachte mir, boah, krass, der hat das vor dir gemacht. Das war für mich natürlich so ein ausschlaggebender Beweis, so. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, ganz gefährlich, diese Mois. Ganz brandgefährlich. Und dachte mir immer nur, der macht das doch bestimmt bei jedem, deswegen wundere ich mich jetzt auch, dass ich das hier sagen muss, der macht das doch safe bei jedem, bestimmt auch über mich, okay? Dachte ich mir, wieso chillt jeder weiter mit dem? Weil ich. Auf alles im Leben war das mein letztes Treffen mit Mois. Danach war ich nur noch Sponsor. Ich war nie mehr im Keller zu Besuch. Wieso? Ich habe diese Sachen im Kopf. Matthias, wenn du hier zuguckst gerade, ich weiß ja, du guckst gerade zu, mein Lieber, ich finde nicht, dass ich so hart geredet habe oder dir so hart geantwortet habe. Noch sind 4 Storys. Du hast noch die Chance, die letzte Story, die du gerade über mich gemacht hast, zu löschen. Das wird nicht freundlich, wenn ich da ankomme, mein Lieber.
Lass es lieber. Leg dich nicht mit mir an, ich bin nicht Moisut. Glaub mir. Glaub mir, Matthias. Mach das lieber weg. Ich gucke jetzt weiter. Du gehst jetzt schnell hin und löschst das. Glaub mir, das willst du nicht. Das willst du nicht, Matthias. Also, ich muss sagen, das stimmt tatsächlich. Und ich habe mich auch immer geärgert darüber, dass die Leute trotzdem mit ihm zusammenarbeiten, obwohl er so schlecht redet über alle. Aber er sagt ja, er hat sich danach nicht mehr mit ihm getroffen und so, aber er war nur noch Sponsor. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, warum hast du noch überhaupt noch Sponsor mit ihm gemacht und mit finanziell ihn unterstützt, so, ne? Aber gut, das muss jeder für sich wissen. Ich bin auch nicht mehr reingegangen. Ich bin ja schon viel, viel früher als er nicht mehr reingegangen. Aber andere, ich glaube, andere haben das auch gecheckt und sind nicht reingegangen. Aber ein paar Leute sind immer noch reingegangen, ne? Viele. Und leider, aber ich muss sagen, als er diese nice or scheiß Tischsache aufgebaut hat und so, da war Sinan schon nicht mehr dabei. Da ist Manuel ist da plötzlich viel mehr gewesen mit seinen Artists und mit seiner Crew, die haben das auch ein bisschen mehr übernommen. Ja gut, wir schauen mal weiter. Ich dachte, wenn der die Leute f***t, die ganzen Tag mit ihm essen, die mit ihm zu Palaver fahren, so, dann für mich auf jeden Fall Abstand gehen. Du musst auf Abstand gehen. War so, das war Anfang 2020, dann kam der Lockdown, Corona, und ich hätte jeden Tag in den Keller fahren können, habe ich aber nicht gemacht. Und dann haben alle abgegangen. Ich hätte voll davon profitiert. Ich wollte nicht mehr als Person mit Matthias Clemens und Neues profitieren, weil ich zu viel Furcht hatte, dass er mich f***t. Ich dachte, okay, wenn er mein Sekt-Plus-Geschäft, sein Sponsoring-Deal, was er später gemacht hat, dann habe ich einen kleinen Schaden, aber keinen großen Schaden. Aber wenn ich mit jetzt allen vor der Kamera sitze und die zerfleischen sich alle irgendwann gegenseitig, dann ist mein Image am Arsch. Und ich habe mir gedacht, okay, die anderen müssen es eigentlich checken, dann lästert der doch bestimmt auch über die Leute. Wenn er es nicht bei euch gemacht hat, tut mir leid, dann seid ihr in die Scheiße geraten. Bei mir hat er es halt gemacht, das beweist nur, er ist schon ein ekelhafter Mensch. Ein sehr Ja, das, ich habe das auch so gesehen. ekelhafter Mensch. Und jetzt noch zwei Beispiele, die zeigen, dass ich recht habe. Ich habe danach Abstand von Neues gehalten, so, aber respektvollen Abstand. Sekt-Plus-Deal ist weitergelaufen, ganz normal geschäftlich. Ich bin aber nie zum Keller gefahren. Nie, 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 weil mir das zu viel Show schon war. Zu viel Tam-Show. Ich hätte hinfahren können, Reichweite sammeln, Klicks sammeln. Für die Figur Matthias Clemens wäre das Bombe gewesen, aber ich wollte nicht, weil ich da schon einen Abturner drauf hatte. Ach, scheiße, ich hätte essen bestellen müssen bis 10, egal. Essen wir heute nichts. Und auf jeden Fall, was hat am Ende bei mir hängen geblieben, so? Ich hatte 12.000 Euro hat Mois bei mir offen noch. Die hätte Mois bei mir abposten müssen, weil ich das Haus bezahlt habe. Hat er nie gemacht. Er hatte so 30.000 Euro offen, hat so 18.000 Euro abgepostet, so, muss man sagen. Das hat er schon noch gemacht. Aber 12.000 Euro hat er offen gelassen, weil er muss immer irgendwo reinscheißen, so. Sonst gäbe es diese Storys ja auch gar nicht. Und dann hat er die Krankenhausrechnung für Trier, die für seine Familie war, nie bezahlt, obwohl die seine Familie gerettet haben. Und ich hatte jede Woche die Kripo im Haus, weil das Krankenhaus mir dann die Kripo geschickt hat, weil ich der Bürger war. Okay? Ekelhaft. Und dann noch eine Sache, die ich am Anfang vergessen habe. Mois hat immer zu mir selber gesagt, ich, also er, wäre ein Psychopath und er nimmt die Menschen nur aus. Und er hat so einen ausgewählten Kreis von Leuten wie mich und noch zwei, die er mag. So, Maestro hat er auch immer zum Hund gemacht. Von Anfang bis Ende war Maestro ein Hund für ihn. Er hat immer zu mir gesagt, weil ich konnte Maestro nie leiden. Ne? Ich mochte Maestro nie. Ich hasse Maestro heute. Er ist ein ekelhafter Typ. Ich habe immer zu Maestro gesagt, Maestro, gib mir auf den Sack, oder der ist ekelhaft so. Was, also vor 2020. Was schleppst du denn mit? Ah, scheiß auf den, der ist ein Kind. Wir brauchen den, Tritra, Trollala, selber Film. Aber wichtigste Nacht ist, der hat mich einmal angerufen, nachts, und sagt zu mir, Bruder, ich bin so ein Star geworden, aber ich bin so dreckig geworden. Ich glaube, ich bin Bushido. Ich glaube, ich bin wie mein Erzfeind Bushido. Auf Psychose unterwegs. Ich glaube, ich bin zu Bushido geworden. Ich glaube, ich bin das geworden, was ich hasse. Das hat er nachts zu mir gesagt. Ich habe nicht viel dazu gesagt, wieso. Ich wusste ja eine Telefonate auf. Ich habe nie viel geantwortet. Von mir kann er keine Mitschnitte haben, weil ich war smart. Ich habe immer gedacht, haha, dieser Junge, der nimmt alles auf. Niemals eine Aussage treffen, die dich belasten könnte, die du gar nicht so meinst. Das muss ich auch noch dabei sagen. Ich hatte so einen Respekt vor dem Jungen. Also nicht Respekt auf Straße oder Respekt auf Beef. Ich würde den zerfetzen in jeder Welt. Das weiß er auch ganz genau, dass ich krank bin und wie ich bin. Und er will auch diese Storys nicht haben. Aber ich hatte immer Respekt vor mit dem Reden und dem Vertrauen. Weil der Junge hat alles aufgenommen. Immer zu mir gesagt, du bist ja ein Dummkopf, dass du nicht aufnimmst. Deswegen habe ich immer verschachtelt geredet so. Dass wenn er, egal über wen er geletzt hat, egal über welchen Rapper, ich gar nichts dazu gesagt habe. Damit ich da raus bin aus der Sache. Kopf haben, ne? Aber diese eine Nacht so, wo er vorher schon zu mir meinte, im Gespräch mit der Fibo, ich bin ein Psychopath, ich bin halt so, ich bin voll der Psychopath, aber er hat doch mal gesagt, er kann einen töten mit einem Tritt und so eine Scheiße. Er hat aber viel Scheiße. Er kann
eintöten mit einem Tritt und so. Ich weiß noch, der hat ja auf YouTube immer diese Tritte macht und ich weiß nicht, warum er jetzt nicht gegen Sinan kämpft, boxt, weiß ich nicht warum. Der ist doch Dings. Der Mörder. Aber diese Nacht, wo mich anruft und sagt, ich bin zu Bushido geworden, Matthias, scheiße, ich bin zwar ein Psychopath, aber ich bin nicht zu Bushido und jetzt bin ich so ein Megastar, ich bin jetzt zu Bushido geworden, ich bin zu dem geworden, was ich hasse. Peinlich, peinlich, das mit dem Telefon zu sagen, vor 3 Jahren oder 4 Jahren und jetzt mit Bushido zu sitzen und Bushido einen zu für nice Scheiß mit dem zu machen. Meine Meinung zu Mois, haut rein. Nur zur Sicherstellung, weil er, falls jemand Scheiße labert, ich habe vorhin den Namen Kollege und Fahrrad einmal erwähnt. Er hat nicht im Lager über Kollege und Fahrrad so schlecht geredet. So. Ich habe aber einmal gesagt, dass er was schlecht über Fahrrad gesagt hat. Das will ich genau erklären, weil gerade mit Fahrrad und Kollege bin ich cool. Da soll nichts aus dem Kontext gerutscht sein. In der Zeit, wo ich mich von Kollege und Fahrrad getrennt haben, also wie wir gerade uns ein bisschen so nicht verstanden haben, uns getrennt haben, das weiß ja eh jeder, hat Mois gesagt, Matthias, du bist ein Hund, wenn du die zurücknimmst, so, wenn du dich mit denen verträgst. Ich habe mich ja mit denen vertragen und ich bin trotzdem kein Hund, so. Ich will das nur klarstellen. Die beiden Rapper, die er gelästert hat, sind Menschen, die ich persönlich kenne, aber die von mir entfernt sind. Und Fahren und Kollege hat er... Ein kleines bisschen habe ich schon den Faden verloren, aber okay. ...mich kritisiert. Wenn du dich irgendwann verträgst, dann bist du ein Sch**, dies, das, du bist im Recht, bla bla bla, tridalo. Aber ich habe an diesem Tag, das war bei ihm im Garten, wieder was über Fahren und Kollege kommen lassen. Er konnte nicht über die lästern bei mir. Und ich habe dem auch gesagt, wenn ich mich vertrage, vertrage ich mich. Und ich habe mich am Schluss auch vertragen. Nur jeder hier versteht, dass diese beiden Rapper, die da von ihm niedergemacht wurden, nicht fahrende Kollegen sind, bevor hier eine Fitness zwischen uns dreien entsteht. Und um Mois nicht zu groß zu machen, der kann nicht zu mir sagen, du bist ja ein Hund oder ein Sch**. Das hat er nicht so gesagt, sondern er hat einfach zu mir massiv auf mich eingeredet, mich niemals mit fahrenden Kollegen zu vertragen. Und ich habe ihm massiv zu verstehen gegeben, wenn ich mich irgendwann vertrage, vertrage ich mich. Und ihm massiv zu verstehen gegeben, dass das Problem nicht so groß ist, wie er denkt, aber momentan einfach kein Kontakt besteht. Und später haben wir uns getroffen, vertragen und das war schon die Story und das ist alles doch schon Jahre her. So, nur damit das klargestellt ist. Wir müssen reposten, weil er jetzt, während ich hier live bin, hat der Stories gegen mich gemacht. Bruder, dann schaue ich mir das halt an. Bruder. Ach Gott, jetzt will ich die Werbung. Ey, Ruth, du kleinwüchsiges. Was redest du für eine Scheiße? Ich habe in einem, nicht mal so einen Seitenhieb. Was machst du da für einen Film? Soll ich dich mal komplett zerstören? So, du hast niemanden zerstört. So. Wie nennt er mich? Kleinwüchsige. Was war das? Ich höre nochmal. Ey, Ruth, du kleinwüchsiges. Was redest du für eine Scheiße? Ich habe in einem, nicht mal so einen Seitenhieb. Was machst du da für einen Film? Soll ich dich mal komplett zerstören? So, du hast niemanden zerstört. So, du hast doch nicht Bushido zerstört. So, jeder lacht über dich mit deinen 5 Bushido-Videos. Ich habe in einem Nebensatz erwähnt, dass... Ich habe nicht gesagt, dass ich dich zerstört habe, Matthias. Ich habe das nicht gesagt. Vielleicht solltest du das Video noch mal gucken. Du dich blamiert hast mit deinen 5000 Euro, die Geschichte ging über Mois, nicht über dich. Ich habe nicht über dich geredet. Und ich schuld dir einen Scheißdreck. Du bist ein Abzocker. Du hast mit Malik damals irgendwelche Filme gemacht, wollte 17.000, 18.000 Euro haben. Und Malik hat noch gesagt, weil Malik ist ein aber ein Stor, lass uns Roos die Hälfte geben. Roos macht nur Fitner da draußen. Aber Roos, dann ist eine Abzocke. Du wolltest eine Lifestyle mit mir machen, hast damit nicht geschissen bekommen. Du hast die Werbung nicht geschissen bekommen. Du hast noch selber zu mir gesagt, ich habe nichts gemacht. Aber Malik hat auch nichts gemacht. Und wolltest doch von mir Geld haben. Du bist ein Abzocker. Du bist genauso ein Vollidiot wie Mois. So. Lass mich nicht über dich reden. Lass mich nicht auf dich explodieren mit deiner Scheiße, weil ich einen Satz gesagt habe. So, brauch auch kein anderer kommen, so, bevor ich auf dich explodiere, dann mach ich mal eine Story über dich, dann ist... Was hat er gesagt, wer nicht kommen braucht? Was hat er gesagt? Ich verstehe nicht. Anwalt kommen? Ich muss das nochmal... Boah, ich hab keinen Bock, das zurückzuspulen. Ey, Bro, Matthias, bist du irgendwie besoffen oder auf Nase? Beruhig dich mal. Erstmal, wenn du nicht zum Anwalt gehst, wird kein Anwalt kommen. Mach dir da keine Sorgen. Es ist überhaupt gar nichts passiert. Entspann dich. Wir haben einen Deal gemacht. Ich habe den Deal nicht mit dir gemacht. Fair enough. Wir haben den Deal gemacht mit... Ich habe den Deal wie immer mündlich gemacht mit Malik. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Wenn du oder Malik unzufrieden wart, hättet ihr das sagen können. Es hat mir nie einer gesagt. Wir haben Gespräche gehabt. Ich habe immer angeboten, das nachzuholen. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, mit dem Produkt was nachzuholen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ihr wollt einfach das Geld nicht bezahlen. Was war vielleicht ein bisschen zu viel für euch oder in dem Moment zu viel. Ich habe keine Ahnung. Aber was ich einfach scheiße fand, ist,
Keiner hat mir eine Info gegeben. Malik war ewig nicht erreichbar. Also ich habe dich nicht angerufen, glaube ich. Malik war ewig nicht erreichbar. Dann habe ich mich mal bei dir ausgekotzt, dass der Malik nicht erreichbar ist. Dann hast du gesagt, machen wir schon. Also, ne? Also, keine Ahnung. Irgendwie auf jeden Fall, ich habe das Geld nie bekommen. Ich habe nicht einen Anteil davon bekommen. Ich habe kein Stück davon bekommen. Egal, aber egal. So. Du packst dir unnötig einfach irgendeine Story über mich aus. Also, und dann regst du dich auf, wenn ich was auspacke oder wenn ich darauf antworte. Matthias, mein Lieber, man kann nicht einfach irgendwas in den Raum stellen, auf Instagram Story gehen und dann erwarten, dass ich das einfach schlucke, so, weißt du? Und mich zu beleidigen, so mit, also ich habe dich auch nicht beleidigt, Bro. Bleib entspannt. Das Beleidigen steht uns nicht. Kleinwüchsiges. Okay, und jetzt? Dann, wenn du mich schon beleidigst, dann bezahl wenigstens einen Teil von diesem Geld. Bezahl wenigstens was jetzt. Jetzt kannst du es auch bezahlen. Du bist dein Image im Arsch und du bist ein Vollidiot. Wenn ich über Mois rede und in einem... Ich bin kein Vollidiot, Brudi, das weißt du ganz genau. ...Seitensatz erwähne, wieso ich Mois kontaktiert habe, durch die Absage bei dir, weil du freche Nachrichten schreibst, was machst du? Das verstehe ich, dass du das so machen wolltest. Hey, ich hatte das. Aber du hättest sagen müssen, du hättest doch auch sagen können, was mit Roos zu Anfang nicht geklappt hat. Du hast mich versucht runterzumachen. Vielleicht schaust du dir dein Video nochmal selber an. Du, einen ganzen Twitch-Stream über mich. Ey. Nein. Ich habe vielleicht 5 Minuten über dich geredet, den Rest haben wir deine Story geguckt. Also wir haben nicht einen ganzen Twitch über dich gemacht. Verstehe ich nicht. Dein Leben, ich schwöre, ich. Was? Bruder, Matthias, stell dich hinten an. Viele wollen mein Leben. Ich ficke online dein Leben, sobald ich richtig online bin. Ich ficke dein Leben, du Abzocker. Bitte, Matthias, verschon mich. Mein Leben nicht, bitte. Matthias, ich habe Angst vor dir, bitte nicht mein Leben. Ich. Zeck Plus ist die beste Marke. Das Eiweiß von euch ist super, Hammer, bitte nicht mein Leben. Aber vielleicht bezahl, was offen ist. Du wolltest Sekt Plus abziehen, sonst gar nichts. Guck mal, du F***e. Ich bin in meinem ganzen Leben, habe ich noch keinem was schuldig geblieben. Das weiß jeder. Du. Das stimmt nicht. Das lasse ich jetzt mal einfach so beiseite. Warum scheiße ich da? Ey, Bro, Alter. Ey, Bro. Ey, Gott, Alter. Ja, und? Das darf man ja wohl noch sagen. Du bist 1000 Leuten was schuldig geblieben. Ich bin 1000 Leuten was schuldig geblieben? Dann sag einen. Sag mal einen. Richtig, dass Bushido dein Ticket nicht bezahlt hat. Mit deiner Rumheulerei. Bushido hat mein Ticket nicht bezahlt. Ich hab. Ja, das war auf jeden Fall krass. Er hat zugesagt und nicht bezahlt. Das fand ich witzig. Ich habe mich rumgeheult. Das war witzig. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ich habe alles für dich bezahlt. Essen, Trinken, Fahrt, Hotel. Das stimmt. Ich habe für dich gearbeitet. Das war ein Placement. Du hast alles bezahlt. Du hast die Fibo-Sachen, ne, bezahlt. Es war cool. Hotel war cool. Angenehm. Arbeit war auch cool. War auch kein Druck und so. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. War cool. Eine Sache ist noch offen, aber die hätte ich auch jetzt nicht erwähnt, hättest du nicht versucht, so mich so runterzumachen. Ich habe die Sache schon damals zu Malik gesagt, vergiss es. Kannst du Malik fragen. Aber ich glaube, du bist nicht mehr gut mit Malik, ne? Und mit einigen Leuten nicht mehr, ne? Aber das ist ja das Problem. Ich habe halt versucht, über die irgendwie an mein Geld oder einen Teil daran zu kommen. Keiner hat Kontakt mit dir, jeder schiebt es auf den anderen. Ja gut, so ist das nun mal. Mein Gott. Guck mal, du kamst aus Essen, du warst Expo Köln, ich hab dir ein 5-Sterne-Hotel geholt. Stimmt oder stimmt nicht? Ich bin ein H***, wenn ich lüge, Bruce. Okay. Also ich bin nicht der Meinung, dass du ein bist, das will ich nicht sagen, aber ein 5-Sterne-Hotel war es, glaube ich, nicht. Ich meine, es war ein echt cooles Hotel. Wir waren einmal in so einem, ich glaube, nicht mal 1 Stern, das ist einfach so Übernachten-Hotel, was ich voll okay bin damit. Das war direkt neben der Expo. Und einmal waren wir direkt vor Dings. Das war ein schöneres Hotel. 5 Sterne.
Weiß ich nicht, aber ich gucke nach. Maps Köln, Lanxess. Und wenn, also 5 Sterne, wenn das so wäre, ich erinnere mich nicht mehr, wie das heißt. Also ich gucke mal nur auf der Map. Ich zeige euch das mal auf der Map. Lanxess Arena. Das war, glaube ich, direkt vom Lanxess Arena. Scheiß drauf, ob ich das jetzt finde. Also, Bro, ich kann ja in den Mails gucken, welches Hotel das war, das weiß ich ja noch. Aber es war, glaube ich, nicht 5 Sterne. Es war ein gutes Hotel, es war ein angenehmes Hotel, so 3 Sterne oder so, schätzungsweise. Und ey, ganz ehrlich, und wenn es 5 Sterne war, Bro, danke, also kein Problem. Ich weiß nicht, was das zur Sache tut, so. Alles cool, wie gesagt. Wir waren auch mal in einem Kein-Sterne-Hotel, ich weiß, das war direkt um die Ecke von der Expo, Matthias wird sich erinnern. Da waren auch alle, da habe ich auch Leon getroffen und so. Aber ich fand es so angenehm, alle waren da, waren ein kleines Zimmer. Also weiß ich nicht, Bro. Das ist völlig unwichtig, ja. Du, was kommst du mir von der Seite? Was mischst du dich ein, ja? Was mischst du Zwerg dich ein, wenn ich Mäus erwähne? Was mischst du dich ein, du? Ah. Du undankbarer Du bist ein undankbarer Ich schwöre bei Gott, ein undankbarer bist du. So, und Kurzversion mit dir, du abgebrochener Gartenzwerg. Kurzversion. Expo, 5-Sterne-Hotel, du, exklusiv, hatte keiner gehabt, nur du mit deinen hohen Ansprüchen. Bei Gott, das stimmt nicht, dass ich das irgendwie anspruchsmäßig wollte. Er versucht mich so jetzt zu. Aber guck mal, ganz ehrlich, guck mal, Matthias, und wenn ich 17 Sterne wollte und einen fliegenden Elefanten, das wollte ich, du hättest jetzt ja nichts. Also weißt du so, das sind so mäßig, du sagst, ich wollte das. Okay. Hast du bezahlt? Danke. Aber es stimmt nicht, Mann, Bro. Ich weiß nicht, ich habe hier, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das war. 5 Sterne war es sowieso nicht, Mann. Daran hätte ich mich doch erinnert. 5 Sterne Hotel ist doch voll Big Time, so. Aber es ist auch völlig egal. Ich erinnere mich daran nicht. Aber es ist auch völlig egal, Alter. Wie gesagt, das ist halt, ich weiß nicht, was es zu Dings tut. Zur Sache tut. Ja, danke. Du warst cool, du warst nett, du hast ein paar Mal bei uns geplaced, hast auch immer gut bezahlt. Das habe ich schon 100 Mal erwähnt auch, Bro. Aber trotzdem gehst du einfach so live und redest schlecht über mich und Tobi. Und sag ich dir, warum? Warum machst du das? Und ob das ein Nebensatz war, ob das so war, ob das nix war, 3 Sätze waren, warum machst du das? Rede ich schlecht über dich? Warum, das ist auch das zweite Mal, dass du schlecht über mich redest. Warum machst du das? Entschuldige dich dafür. Dann ist gut. Fertig. Ich habe gar keinen Dings. Und jetzt, wo wir schon dabei sind, Real Talk für die Fresse und so, dies, das. Bro, jetzt zahl einfach das, was offen ist. Du weißt ja, du zahlst das. Oder ich zahl das. Du weißt ja, wie das läuft. 50 groß, aber Ansprüche, als wärst du 2,50 Meter groß. Red nicht über mich, du Du Kotz. Lass mich richtig an gerade. Ich schwöre bei Gott, lass mich kein Fass auf dich aufmachen. Du wolltest. Er macht so das größte Fass auf, was ich je gesehen habe, und er sagt, lass mich nicht das Fass auf dich aufmachen. Mach mal einen Fassen-Counter. Ab 10 werde ich noch Zinsen nehmen. Guck mal, Matthias, wenn du das hier guckst, jetzt bin ich sauer. Das Geld, was du mir zugesagt hast, was wir abgemacht haben über Malik, will ich von dir bekommen und auch nicht mehr zur Hälfte, sondern komplett. Wir haben das abgemacht, ich will das. Ich will das. Glaub mir, ich will das Geld haben. Ich habe diese Scheiße gepostet und ich will gar nicht sagen, dass das Produkt schlecht ist oder so, aber habe es gepostet, habe meine Arbeit gemacht. Es war eine WM-Posting 4 Wochen lang oder so und ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das war. Ich werde nochmal nachschauen, aber bis gerade noch habe ich gedacht, bis vorhin war die Sache schon für mich gegessen. Aber ich werde hier nach dem Stream Malik anrufen oder morgen und ihm sagen, bitte, ich will jetzt das Geld. Wie sieht's aus hier? Heute Sekt plus abziehen und Malik, so ein Idiot wie der ist. Ich schwöre bei Gott, wie soll ich Sekt plus abziehen? Also mein Gott, ah. Hat dir die Hälfte des Geldes gegeben? Dir steht nichts zu. Ja, Rack stand dir zu, einen aufs Maul zu bekommen müssen. Macht man doch nicht bei dir, weil du nicht behindert bist, aber weil du halt Nachteile hast. Ey, Matthias, du bist lost, Alter. Zinsen werden gerade völlig low. Du bist ein ganz ekliger Typ. Und das weißt du auch. Ich weiß auch, dass du nicht glücklich bist in deiner Haut. Du bist anders auf Notes, Alter. Ey, Bro, dieses Zeck-Schmutz. Lass mich nicht daraus Zeck-Schmutz machen. Lass mich nicht Zeck-Schmutz promoten in Deutschland.
Ich will das Wort nicht sagen, weil das ist alt. Ich bin nicht wie ihr. Ich mache nicht diese Filme mit, die Bushido mit dir gemacht hat. Ich mache das nicht. Aber lüg nicht über mich. Komm nicht, ich habe mein Wort gebrochen oder ich habe Leuten sein Geld nicht bezahlt. Ich habe dir Geld bezahlt, obwohl du gar nichts kriegen müssen, hätte die Geschichte niemals geöffnet, weil du ein Abzocker bist. Auf Aminos Grab. Wort hat Malik zu mir gesagt. Wort hat Malik zu mir gesagt. Wir sind jetzt verkracht, der wird das bestätigen, was er gesagt hat. Wenn nicht, ist er auch ein ist er eh, aber ist ein richtiger. Ich sag das jetzt. Wort nicht. Also damit ihr wisst, Malik hat sehr lange für ihn gearbeitet. Das war so das Gesicht für uns Influencer und Talken. Und er, die sind nicht gut auseinandergegangen, wie man das hört. Das ist übrigens der Grund, warum ich mein Geld nicht bekommen habe. Das war zumindest die Aussage von Malik, weil er sagte, was soll ich machen? Ich bin da nicht mehr. Die Stars, wende dich bei dem an den Neuen, der da ist, der meinen Job hat. Aber ich hatte ja keinen Bock drauf. Ich wusste irgendwie, das wird nichts. Also, auf Aminos Grab. Amino ist sein Hund, der verstorben ist. Guck mal, Roos, du nochmal, dass du meinen Namen im Mund nimmst. Ich schwöre, ich bin nicht Bushido. Ich bin ein anderes Level bei diesem Livestream. Mein Livestream. Gegen Bushido hast du auch verloren. Das ist peinlich, was du machst. Nochmal. Es ist so echt. Scheiße, ey. Oh, womit habe ich dich verdient, ey? Mein Gott, Alter. Betroffen. Maliks Worte, 1:1, danach liege ich bestimmt, weil ich bin eigentlich krank, natürlich noch kränker. Du kotzt mich an, Roos. Maliks Worte, 1:1. Roos hat das verkackt und ich habe das verkackt. Eigentlich hat Roos kein Geld verdient, aber Roos, 2019, 18, Roos ist der größte Fitnermacher in Deutschland, Matthias, gibt dem wenigstens die Hälfte des Geldes, obwohl er nichts getan hat und nichts verdient hat. Roos wird so eine Fitner gegen dich machen, dass es nicht mehr aus, dass es schlecht für Sekt ist, außerhalb durch alles, ist schlecht fürs Geschäft. Deswegen, Roos, hast du überhaupt was bekommen, wenn es an mir ginge? Nein, ich habe nichts bekommen, Bro. Also ganz ehrlich, mag jetzt mal Real Talk. Ich lasse ihn kurz ausreden, dann sage ich mal, was ich denke. Für diesen Lifestyle-Deal bis heute keine Dosis verkauft, du hättest einen bekommen und ich habe noch nie einen nicht bezahlt. Ganz Rap-Szene weiß, von den Kriminellen bis zu normalen Gangster-Rappern oder Rappern, dass ich noch nie einen abgezogen habe, der immer korrekt bezahle. Red nicht so eine Scheiße, du bist die größte Fitnermacher und Strippenzieher der Rap-Szene, das weiß jeder. Also Strippenzieher, ja, Fitnermacher weiß ich nicht, Bro. Ich habe das ja jetzt nicht angefangen. Du hast das angefangen, du hast aus dem Nichts einfach jetzt über mich geredet, schlecht, abfällig und jetzt auch über Mois, also du bist hier der Fitnermacher. Erstens das. Zweitens, jetzt will ich mal was sagen. Kann natürlich sein, dass die mich so ein bisschen outplayed haben. So, wie sagt man? Der Malik hat mir immer gesagt, er redet mit ihm, aber du weißt ja, wie Matthias ist. Er ist nicht zufrieden, es gibt kein Geld, es gibt so, es gibt so. Er sagt jetzt, er hätte ihm das gesagt. Mann, keine Ahnung. Am Ende wurde ich vielleicht outgeplayed. Matthias, ich hoffe nicht, dass du die Hälfte ihm gegeben hast, weil ich habe nichts bekommen. Bei Gott. Also für diesen Job, damit das klar ist, für alle anderen Jobs habe ich Geld bekommen und war auch immer alles super. Ich habe ja nie was anderes gesagt. Matthias, du musst mir zuhören. Du bist auf Crack, Bro. Die ganzen Beschimpfungen, die du losgelassen hast, dafür wirst du bezahlen. Aber damit das klar ist, ich habe nie schlecht über dich geredet, sogar immer gut und alle Jobs sind super gelaufen. Der letzte Job, du sagst, der, gib ihm die Hälfte, wir haben Angst vor ihm, der ist Fitnermacher, der redet schlecht über uns. Habe ich denn bis heute das gemacht? Nein, es ist 2018, 19 gewesen, irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, es muss so ein Fußball-Event gewesen sein, WM, EM. Guck mal, mein Freund, das ist Jahre her, ich habe nicht ein Wort darüber verloren. Ich habe nur mit Malik darüber gesprochen. Also kann ich ja das nicht sein, was du sagst. Dieses Crack Plus. 2018 WM, ganz genau. 2018 Sommer. Guck mal, wie viele Jahre das her ist. Bei Gott, jeder weiß, ich gebe dir deine selben Euro. Ich habe nie darüber geredet, bis heute nicht. Dr. Van Doom schreibt, guck mal, ich block dich aber trotzdem, weil du ein Fitnermacher bist, aber der schreibt, traurig, dass du dich so durch einen Nebensatz triggern lässt, macht dich nicht besser als ihn. Ja, aber das ist vielleicht für dich so, Bro, aber für mich ist das schon wichtig, dass, ob es ein Nebensatz ist oder ein Hauptsatz oder auch zwei Sätze und bei der Rest der vielen Sachen, die er gesagt hat, habe ich ihm ja auch zugestimmt, muss man ja auch sagen.
Aber es ist halt so ein, wenn einer in einem la 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 und Ru ist voll der Hundesohn, la 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 la, voll der Nebensatz, regst dich da voll drüber auf. Bruder, er versucht meinen Ruf zu schädigen. Er beleidigt mich hardcore, versucht meinen Ruf zu schädigen, in so eine Mäus-Geschichte mich reinzuziehen. Ja, Bruder, ich habe nicht angefangen, Matthias. Du kennst mich vielleicht nicht gut, aber ich werde es beenden. Vielleicht ruf doch jetzt schon mal jeden an, den du kennst. Ich weiß ja, wie du drauf bist. Jetzt bist du ja auf Speed gerade jeden am Anrufen, auf Speed Dial of Nose. Ruf jeden an, den du kennst, Matthias. Du weißt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Du weißt das ganz genau. Ruf jetzt schon mal jeden an, der jeden kennt, der mich kennt und versuch das zu regeln. Okay? Aber sag denen, was du über mich gesagt hast. Sag denen, was du gesagt hast. Weil du weißt... Rudi, nimm nicht so viel diese, Weißt du, was du mal zu Farid gesagt hast? Du hast mal zu dem gesagt, womit Flair Beef war und du die sich versöhnt haben. Ah, Matthias, pussierst jetzt bald. Ich sag, Flair soll für den Werbung machen. Dann ist der Matthias pussiert. Guck mal, du Gartenzwerg. Habe ich nie gesagt. Ich habe wahrscheinlich schon versucht, für Flair einen Job zu klären bei Zack. Aber pussieren ist nicht das Wort, was ich benutze. Wer auch immer dir das gesagt hat. Also er sagt jetzt, Farid hätte ihm das gesagt. Oh, kann ich mal Farid gleich anrufen. Er stiftet jetzt Fitna. Sagt, Farid hätte ihm gesagt, ich hätte gesagt zu Farid, ich pussiere den Matthias und besorge. Najib schreibt, nein, er hat gesagt, du hast Farid nicht, dass Farid ihm das gesagt hat. Ja, aber woher weiß er das denn? Woher soll er das denn theoretisch wissen? Naja, habe ich nicht gesagt. Ist egal, Matthias, du hast zu viel in der Nase gebohrt. Ich habe es nicht gesagt. Aber ich habe, glaube ich, schon versucht, dich und Flair zusammenzubringen wegen Deal, wegen Job. Einfach, weil, das darf ich vergessen zu sagen, mein Deal mit Malik war übrigens, nur dass ihr nicht denkt, ich sollte irgendwie 18.000 kriegen für Posterei. So ein Reach hatte ich gar nicht. Teil meines Deals, was auch oft der Teil meines Deals ist, weil ich das gut kann, ist vernetzen. Das heißt, dass ich die zum Beispiel mit Stars vernetze. Ich habe sogar mal versucht, die mit Felix Lobrecht zusammenzubringen und mit Flair und so. Das wird Teil meines Deals, ist einfach neue Leute ranzuholen, auch die dann Werbung machen können. Weil ich kann das gut, ich habe ein gutes Netzwerk, deswegen. Also, naja, pussieren habe ich natürlich nicht gesagt, ist ja klar. In der Welt, wo ich groß geworden bin, du denkst, weil du aus Essen kommst, bist du auch ein Tam-Gangster. Nein, bist du nicht. Du bist einfach nur aus Essen, sonst gar nichts. Und possieren, du... Weil ich aus Essen komme, denke ich, ich bin Tam-Gangster. Ich habe das Gefühl, er guckt ziemlich viel meiner Videos und versteht vieles, was ich aus Spaß sage. Nimmt er zu ernst. Matthias! Tu nicht so, als ob du der Miese mit Eier bist. Nicht possieren, dafür muss die Welt noch... neu erfunden werden. Dafür musst du aber noch dreimal Essen groß werden, um mich zu posieren. Auch wenn ich nicht aus Essen komme, so. Ich weiß eh nicht, diese Stadt, meine Stadtfilme gehen mir auf den Sack. Als ob ich Stadtfilme gemacht hätte. Oder mit wem diskutierst du? Matthias, du diskutierst mit dir selber. Ich habe so eine Scheiße nie gesagt. Weißt du, meine? Du kotzt mich richtig an. Jetzt muss ich was liegen, was Fahrrad mal zu mir gesagt hat, aber ich schwöre, du kotzt mich an, Bruce. Ich rede über Mois. Ich sag einen Satz über dich, nicht mal seinen schlimmen. Außer, dass du meine freche E-Mail geschrieben hast und ich deswegen einen neuen Reporter brauche und du platzt hier auf mich, ich platz bald auf dich und geh mich auf den Sack. Und wenn irgendjemand aus deinen Reihen, von deinen Leuten jetzt irgendwas sagt, ich schwöre, ich disse jeden von euch, juckt mich nicht. Absolut keiner von meinen Reihen oder von meinen Leuten wird irgendwie was sagen. Mach dir keine Sorgen. Zack, Crack Plus, Zack, Schmutz. Das mache ich selber. Mach dir gar keine Sorgen. Crack, Schmutz. Mach dir keine Sorgen. Wir beide wissen, wie das enden wird. Du wirst irgendwelche Halbleute, die du kennst, anrufen. Die werden irgendwelche Leute, die ich kenne, anrufen. Und dann kann man reden. Nein, kann man nicht. Aber jetzt nicht bestimmt, weil ich bin krank. Es war voll dumm ausrasten. Aber Ruth, du bist ein Dieb und ein Fitnermacher. Und das war's schon immer. Das weiß die ganze Rap-Szene und sonst gar nichts. Weißt du, was du bist, Ruth? Du bist eine Mogelpackung, getarnt in einem Studentenkostüm. Du bist... Ey. Der Typ, der Werbung macht bei Holocaust-Leugnern, erzählt mir was von Dieb. Okay.
so ein richtiger Straßenpossierer, Gauner, Gangster, aber nicht von den korrekten Gangstern. Also ich bin Straßenpossierer, Gauner, Gangster. Aber ich soll mir nicht einbilden, dass ich aus Essen komme. Ich bin eigentlich immatrikuliert, bezahle aber meine Studentengebühren nicht. Aber nicht von den coolen Gangstern. Warum schickst du mir Lachen, ja? Nimmst du den Matthias nicht ernst? So von den dreckigen, kleinen, räudigen, weißt du, was ich meine? So, die beim Bubble sogar die Hälfte nur verkaufen. So einer bist du nur. Nicht schlecht, aber beim Bubble. Ey, Bruder. Was? Der war gut. Du bist peinlich einfach, Bruder. Du bist einfach nur peinlich. Peinlich. Du bist getarnt als Student, so. Deine Optik ist Student. Dein Mindset ist abzocken um Ecke, so. Dein Mindset ist Bahnhof stehen und Mädchen das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist dein Mindset. Nur du siehst aus wie ein Student, das ist dein Glück. Red nie wieder. Mädchen. Mädchen. Du wolltest eigentlich was anderes sagen, oder? Matthias, aber dein Gehirn hat jetzt das zweite Mal dich erwischt. Vorhin wolltest du sagen, du bist ja, aber du hast so Probleme. Jetzt, ja, du willst am Hauptbahnhof Mädchen abziehen. Was wolltest du eigentlich sagen? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Schön, du kotzt mich voll an. Vorher einen Satz über dich, du machst da einen Twitch-Live über mich, obwohl du komplett im Unrecht bist bei der ganzen Geschichte zwischen uns, die ich niemals erwähnt hätte, weil die gar nicht redenswert ist. Die ist niemals redenswert. Niemand schuldet, Sek Plus hat noch niemandem Geld geschuldet und dir erst recht nicht, du Idiot, mit deinem, ich mach kein Interview unter 5000. Das hat doch nicht Toxic gesagt. Guck mal, das habe ich eben noch gesagt. Du hast das gesagt. Das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht. Das stimmt einfach nicht. Bro, das stimmt nicht. Das stand in der E-Mail von Toxic an dich. Das, so sieht's aus, Bro, das weißt du jetzt. Nun hätte er 10.000 gesagt. Ja, du sag doch nein. Das ist doch ein Angebot, du willst nicht, ciao. Also, was ist das Thema? Also, ich verstehe nicht, was das Thema ist bei Crack Plus. Du hast nur auf den Toxic, auf diesen gemacht, wir schieben das auf den deutschen Film, sonst gar nichts. Du bist ein Politiker und du bist der größte Strippenzieher der Rap-Szene und du hast die meisten Schritte. Das stimmt, der größte Strippenzieher. Das nehme ich gerne an. Bro, wann checkst du endlich, dass der größte Strippenzieher der Rap-Szene kein Diss ist? Check das mal mit deinem Whey-Protein. Rein ausgelöst. Bei Dings. Und guck mal, mir schreiben schon so viele Leute, ich will deine Scheiße gar nicht gucken, weil du bist der letzte Idiot und Vollidiot. Du warst schon zu Hip-Hop-Day der größte Fitnermacher, so. So. Bushido hat nicht ganz Unrecht gehabt mit dem ich mache mit dir kein Interview mehr. Du warst auf Fitner programmiert. Das hast du hinter den Kulissen zugegeben. Darüber haben wir gelacht, alle. Das wissen alle. Soll keiner abstreiten. So, dass du auf Fitner aus warst. Seit du Twitch machst, machst du nur Fitner so. Und deine 100 Videos gegen Bushido, ich hab Bushido gefickt. Der Einzige, der Bushido gefickt hat, ist der Richter. Sonst niemand. Der Richter in Berlin beim Prozess hat Bushido gefickt. Wahrscheinlich auch zu Recht. Aber du hast niemanden gefickt. Du bist einfach nur ein kleiner Hampelmann, der auf seinem Stuhl die ganze Zeit ausspringt. Kuchen-TV hat dich rasiert. Kuchen-TV hat dich zerstört. Ja, also eigentlich interessant, dass der sagt, der guckt die Sachen nicht. Der hat keinen Bock, meine Scheiße zu gucken. Aber den juckt echt alles. Kuchen-TV guckt er sogar. Kleine Randinformation, wollte ich eigentlich erst morgen sagen. Aber das Gerichtsverfahren mit Kuchen-TV um die ganze Twingo-Thematik kam heute vom Richter die Entscheidung. Ja, wir haben das Ding gewonnen. Aber ja, ist egal. Alles gut. Tatsächlich haben wir das gewonnen, nur so nebenbei. Da hätte Jesus eigentlich 10.000 jetzt gewonnen. Wir wollten es erst morgen releasen, aber ja. Jay macht eine Fake News darüber. Die haben übrigens echt noch viele. Das ist echt erstaunlich, was sie noch alles dem Richter erzählt haben und vorgelegt haben und dann Eidesstattliche, wer da alles noch eine Aussage gemacht Anwalt. Hat. So, aber Richter hat für mich entschieden, sozusagen. So ist das. Ja, Matthias, let's go. 1000 Reaction-YouTuber haben dich zerstört, deine eigene Psyche schon so angeknackst, dass wenn du nur einen Satz bekommst von mir, der nicht mal so negativ gemeint war, du auf mich platzt, aber jetzt platze ich richtig auf dich. Du, geh schlafen, du, keine Ahnung, rauch dir einen, komm runter, komm klar auf dein Leben, du.
Guck mal, Rufst du Affe, ich guck deinen Stream gar nicht. Ich schwöre auf Aminos Grab hier, du weißt, Amino, wie wichtig er mir war. Wichtiger als jeder Mensch, der im Leben wichtig war. Ich gucke deinen Stream gar nicht. Ich lese das aus den Kommentaren der Leute, die mir schreiben, als ob ich deinen Scheißstream gucke. Nochmal, du bist auf Twitch ein Hampelmann. Du hast auch noch niemanden zerstört, auch nicht Bushido. Hast du nicht. Hast du nicht. Ey, Bro, mein Gott. Ja, hab ich nicht. Okay. Hab ich nicht. Matthias, wir haben das jetzt geklärt. Ich habe Bushido nicht zerstört. Kann ich bitte mein Geld kriegen von dir? Von 2018. Sag jetzt nicht, ist verjährt. Das wäre jetzt gemein. Das Gericht hat Bushido zerstört. So, du nicht. Du bist einfach nur eine Marionette von jeder. Alle, die mit dir abhängen, hängen mit dir ab, weil die wissen, du machst gut Fitner und hintenrum machst du links, rechts, tralala so. Weil ich meine so. Du, ich weiß auch nicht. Ja, der Farid hängt nur mit mir ab, weil er weiß, ich mache links, rechts, tralala. Ich sag dir ehrlich, ich habe die Befürchtung, dass auch Ilja mit mir nur abhängt, weil er weiß, ich mache links, rechts, tralala. Ey, Brudi, du bist voll die Tratschtante, ey. Komm klar, nerv mich nicht. Dass du denkst, dass du Pate geworden bist oder irgendwas, dass ich ein Story lösche, willst du mich verarschen oder was? Aber er guckt meinen Stream nicht. Halt deine dreckige Fresse und rede nicht so viel. Hä? Okay. Guck mal, nochmal, auf meine Mutter, auf meinen Vater, ich gucke deinen Stream nicht, er juckt mich nicht. Okay. Du bist mir zu unwichtig. Okay. Auf meine Mutter, auf meinen Vater, ich werde das hier nicht löschen. So. Okay, dann guckst du es halt nicht. Mein Gott, ich habe halt gedacht, weil du alles weißt, auf alles eingehst, jedes Detail irgendwie zu wissen scheinst, dachte ich, du guckst den Stream gerade. Aber in Ordnung. Okay. Verstehst du, was ich meine? So, und du hast angefangen, wenn du den Ball wirfst, wie du frech... Ich habe angefangen? Matthias, bist du Astronaut bei der NASA zufällig? Ich frage dich nur, bist du Astronaut bei der NASA? Hast du das NAS-Album zuletzt gehört? Matthias, bist du dumm? Ich habe angefangen? Bro, Alter. Gibst du dir Rosen auf TikTok mit Zweithandy? Du bist anders dumm, ja. Bist du Snowboard? Bist du am Snowboard? Bruder, warst du im Skiurlaub? Hast du diesen Forrest Gump IQ? Was ist los mit dir, Brä? Geh doch mal zurück in die Timeline und guck noch mal bitte, wer zuerst angefangen hat. Du komm mir nicht mit. Das war doch nur ein Nebensatz. Ja, aber wenn du was sagst, dann kannst du ja nicht bestimmen, wie ich das aufnehme. Du hast mich beleidigt, ich empfinde das als Beleidigung und ich habe was zurückgesagt, aber ich habe dich nicht beleidigt. Ich habe die Sachen klargestellt. Vielleicht hat dir der Ton nicht gefallen, das verstehe ich. Aber kleinwüchsig, behindert, du machst mich dies, das hast du alles gesagt, Matthias. Und da kommst du auch nicht mehr raus. Du weißt ja, wie das läuft. Wie du die ganze Zeit im Internet bist, so. Ich habe mir deine verjunkten Streams, habe ich zwischendurch geguckt, ja, wo du dich probiert hast. Komplett verjunkt in deinen Streams, Augenringe. Also, der guckt nix, schwört auf Mutter und Vater. Warte mal, ist das eine Story? Ist das eine Story? Aber verjunkte Streams hast du geguckt. Bruder, ich sage dir eine Sache, Bruder. Die Nase, die du viel gezogen hast mit Mois und sag nicht, das stimmt nicht. Alter, du bist am Ende, Bro. Das ist zu viel, ich weiß nicht. Eine Sache und sag nicht, das stimmt nicht. Matthias, eine Sache, warum Malik und auch viele andere weggegangen sind, und ich habe mit Malik damals viel darüber geredet, und das Interview, was du mit mir gemacht hast, auch an diesem besagten Event, war auch das letzte Interview, weil alle waren der Meinung, ey, du bist ein geiler Typ, hast viel Power gemacht, hast eine Marke aus dem Boden gestampft. Super, aber langsam wirst du ein Problem für die Marke. Und du solltest dich lieber, zumindest Öffentlichkeit, mal zurückhalten. Und du hast selber auch das eingesehen. Das ist das Problem. Wie du siehst, du f***st die Marke so, weißt du? Bro, it's a hell of a drug. KuchenTV hat dich komplett gef***t. Das hab ich geguckt, ja. Aber jetzt gerade, ich guck nicht, ich guck hier. Guck mal, ich guck deinen scheiß Stream gegen mich nicht mit Handy. Ich guck dir noch nicht nachträglich. Und das zeigt mal wieder, wie tamdumm du bist. Jeder weiß, dass ich Streams, wo ich erwähnt werde, nicht disse, weil ich dafür keine Beherrschung habe. Ich lasse die immer gucken so. Das heißt also, ich lasse mir von Followern berichten, was du sagst. Und deine Follower sind dann natürlich sehr neutral und berichten dir. Dann regt man sich ja natürlich nicht auf.
Bei mir ist zum Beispiel, ich lasse es nicht von Followern gucken, Alter, da wird ja richtig Fitner gemacht. Ich lasse nur von meinen Mods das gucken, die dann auch manchmal sagen, Schwamm drüber, Gott sei Dank. Der Pate, der Diener hat die bei Twitch für ihn gucken. Die Follower haben mir berichtet, eure Heiligkeit hat gegenüber meiner Wenigkeit etwas emporgeredet. Die Follower mögen zu Tisch kommen. Mögen die Follower vortragen, was gesagt wurde über eure Heiligkeit. Mögen die Follower einen Cheeseburger haben für ihre Arbeit. Das müsst sogar du wissen, der schon mit mir Videos gedreht hat. Aber du bist einfach zu dumm. Du bist einfach zu dumm. Deswegen hast du auch gegen alle Reaction-YouTuber verloren so. Du hast jeden Beef, den du online hattest, verloren so. Du hast keinen gewonnen. Und nochmal, wie gesagt, ich bin bei dem Prozessausgang... Bruder. Der Meinung, dass der Prozess richtig ausgegangen ist. Aber darauf hattest du kein Einwirken. Hattest du nicht. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Er erzählt mir jetzt was von der Prozessausgang von Bushido und so. Egal, Bro. Als ob ich irgendwie... mein Gott, Alter. Digga, wo bist du jetzt vom Thema her? Gleich sagt er zu mir, dass ich mit den Ikea-Schränken nichts zu tun habe. Weil ich einen gekauft habe, soll ich nicht denken, ich hätte einen Ikea-Schrank gebaut. Bro, wo bist du, Alter? Wo bist du gerade? An alle Follower von ihm, die meinen Streams gucken, um mir zu berichten. Schöne Grüße an euch. Runter, du bist ja niemand, ein Versager. Guck mal, Luis, jetzt fahr deinen Status mal runter. Du bist ja niemand, ein Versager, ein gar nichts. Guck mal, ich guck deinen scheiß Stream gegen mich nicht mit Handy. Du bist ja nie. Was soll ich runterfahren? Ich hör's nicht. Boah, jo, Alter. Ein Versager, ein gar nichts. Du hängst mit Millionären ab und das macht dich krank so. Du hast jetzt seit 10 Jahren, aber du hast nichts auf die Kette bekommen, weil du ein Schnorrer bist. So. Du musst den Millionäre interviewen und bist jetzt auf die neidisch so. Und jetzt bist du wahrscheinlich auch neidisch auf mich, obwohl ich nicht mal Millionär bin, was du aber gar nicht verstehst in deinem Kopf, weil du damals die Kalkulation mit dem Haarwachs auch nicht verstanden hast. Und jetzt geh bitte nicht mehr auf den Piss. Ich schwöre bei Gott, du bist... Ich schwöre bei Gott, ich habe Faden verloren. Ich hänge mit Millionären ab. Deswegen bin ich jetzt neidisch auf die, klar. Du bist auch neidisch auf mich. Aber ich bin nicht mal Millionär, was du aber nicht verstehst. Was? Ist das Zack Minus? Ich dachte, er wäre Zack Plus. Bruder, diese Crack Plus, lass mich bloß in Ruhe. Boah, Alter. Ist doch nicht der Pate. Deswegen deine Story und nochmal, alle Reaction-YouTube. Ich habe dir empfohlen, die Story zu löschen, bis ich da bin. Einfach damit kein Fitner ist, weil jetzt ist natürlich der Ofen auf. Bro, Matthias, du weißt doch, wie es läuft. Ich verstehe dich. Du bist so lange im Geschäft. Was ist das für eine Nase, die du da schiebst? Digga, Alter, mein Gott, Alter. Haben dich gefickt und ja, du. Alle, guck mal, Kuchen hat mich gefickt. Deine Follower. Alle Reaction-YouTuber, okay, Belasch hat mich auch gefickt, der Richter hat aber Bushido gefickt, ich habe niemanden, ich bin nicht aus Essen, bla bla. Okay, jetzt gib mir mein Geld. Wo ist mein Geld von 2018? Matthias, mein Lieber, wo ist mein Geld? Hast Bushido 0,0 gefickt. Bruder, du wiederholst dich, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, Jay, lauf mich nicht an. Wo ist mein Geld? Fickt, Bushido ist 10-mal so erfolgreich wie du. 100-mal erfolgreicher als ich, das weiß doch jeder, Mann. Ich bin nicht Millionär, 20 Millionen auf Tasche, was, vergleich mich doch nicht. Jay, lauf mich doch nicht an von der Seite jetzt hier. Der Einzige, der Bushido richtig gefickt hat und wo du... Ist der Richter? Bushido seinen Erfolg verlieren wird, ist der Richter in Berlin. Nein. Nochmal, weil der hat entschieden und das glauben die Deutschen, das glauben die Zuschauer, so, und... Das glauben die Deutschen. Wie der immer die ganze Zeit... Deutsch, Kanaken, warum machst du das ja? Was hat Richter mit Deutsch zu tun? Das glauben die Deutschen. Ich weiß es nicht. Nur die Deutschen glauben das. Kennex glauben dem Richter nicht. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber ich sag dir nur eine Sache, ne? Matthias, geh mir nicht am Dack. Yüksen Bilet. Ich sag sogar ehrlich, ohne bei irgendjemandem zu blasen, der hat zu Recht entschieden. Ich glaube, das steht auch nicht so. Aber ich mach auch... ja, okay, in Ordnung. Sind wir einer Meinung? Juhu. Keine 50 Videos gegen Bushido, wo ich mich zum Hampelmann mache, wenn ihr auf dem Boden liegt. Das ist auch kindisch, Wuss. Das ist auch In Ordnung. Verstehe ich, das ist deine Meinung. Hättest du das einfach so gesagt, ist vollkommen fein mit. Bin ich fein damit. Kindisch von dir. Okay, ich bin kindisch, dass ich 50 Videos gegen Bushido mache. Das ist eine Kritik, die ich annehmen kann.
Bro, das ist ja völlig fein mit. Bin ich völlig fein mit. Bist du auch nicht der Erste? Hab auch schon mal darüber nachgedacht. Okay, kann ich mitleben. Weißt du, was ich meine? Das ist total kindisch, weil du hast einfach deine Rachsucht da wegen deinen Interviews und irgendwas und deinen Neid, den du auf jeden hast. So. Nee, die Rachsucht stimmt, aber ein bisschen mehr als wegen Interviews. Du weißt es eigentlich, wenn du dich mal umgehört hattest. Ich gebe dir auch Videos dazu. Ich lasse mich nicht unterdrücken, mich beleidigen, mich fertig machen. Das war, ist halt so. Ja. Und du bist auch nicht für Gerechtigkeit so. Du hast einfach ein persönliches Problem Bushido gehabt und hast diesen Prozess einfach genutzt für Clickbait, sonst gar nichts. Ja, okay, stimmt. Also, ja, kann man vielleicht so sagen, ja. Du musst einfach nur Klicks machen, so. Du bist auch nicht auf der Seite von der Gerechtigkeit, so. Du bist einfach auf der Seite von Klicks, so. Und Gerechtigkeit hat nur der Richter gesprochen. Und du hast tausendmal gesagt, du hättest Bushido gefickt. Bruder, lass mir den Prozess beiseite. Wo ist Bushido, wo bist du? Ja, stimmt. Aber Matthias, wo ist Bushido, wo ich bin, wo bin ich? Ja, das stimmt. Und wo bist du, Matthias? Wo bist du? Wo bist du? Ey, der Abo schreibt, der denkt, der hat jetzt so voll die Geheimnisse gelüftet. Ja, ich weiß auch nicht, Alter. Bruder, Bushido hat ausverkauft die Tour morgen, 10.000, 12.000 Leute. Ich bin auf Couch, guck Dings, Ronin auf Disney Plus. Es ist so, Bro, das ist so, es stimmt. Was willst du aber jetzt von mir? Bushido sitzt in Dubai, hat Millionen gemacht, sogar danach noch, obwohl er wurde tatsächlich, obwohl er am Boden lag. Du sitzt immer noch in deinem gammeligen Twitch-Raum, gehst allen auf den Sack. Und ey, Bro, gammelig ist das nicht. Ey, boah, was so geil. Ey, was für gammelig? Gammelig stimmt nicht. Das stimmt. Wurde von Kuchen TV, weil ich Kuchen auch cool finde eigentlich, von Irgendwie habe ich mir das gedacht. Warum habe ich mir gedacht, dass er Kuchen gut findet irgendwie? Ich meine, gut, das bedeutet nichts, ne? Er fand mich auch schon mal cool. Na, aber irgendwie habe ich da das Gefühl gehabt, als er gesagt hat, nur, diese Aura war, er hat so eine Aura irgendwie. Das ist so, wenn man ein Kochbuch machen würde, die Mein Mampf heißt. Mäßig gesehen. Kuchen TV, du wurdest von Steak, glaube ich, schon gefickt. Welche Reaction? Von wem wurde ich gefickt? Steak? Du hast dich nicht gefickt. Wer hat dich nicht gefickt? Und jetzt kommst du zu mir und sagst so was löschen oder ich soll aufhören oder du hast doch angefangen. Du hast doch den schlafenden Löwen geweckt, du Penner, du Idiot. Und nochmal, du hast noch niemanden gefickt in deinem Leben so. Ja, dann, mein Bro, Matthias, dann, wenn alle mich gefickt haben, alle. Und nicht den schlafenden Löwen. Ja, ne, Löwe wär's ja dann du, ne? Dann werden wir, so lass uns doch schauen, zwischen uns beide, wer wen f***t. Dann können wir beide ja das dann, wann auch immer, dann rückblickend sagen, ah, Ruth, alle haben dich gef***t, auch Matthias. Löwe. Oder halt, Ruth, der Erste, den du je gef***t hast, war Matthias. Kann ja sein. Dann lass uns das doch sehen. Dann lass uns das sehen. 30 Stories in 2 Minuten. Tee. Noch niemanden, noch gar keinen so. Ja, okay. Der wiederholt dich doch nicht so oft. Sag doch mal jetzt was. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Frau gefickt hast. Würde mich wundern auf jeden Fall, wenn du das schon gemacht hättest. Ich habe schon mal viel mit einer gesehen im Zimmer, aber wahrscheinlich habt ihr einfach nur einen Kaffee getrunken. So, hau rein. Das stimmt aber im Fibo anscheinend geklärt. Tatsächlich hat, ey, dass der sich daran erinnern kann. Ich kann mich daran erinnern, weil sein sehr hübsche Herr Wichser droppt auch noch sowas. So. Dann postet er irgendwas entfernt wegen Angriffe, Beleidigungen auf das TikTok und unten steht Löwe. Also Bro, ich hoffe nicht, dass er jetzt versucht, mir sowas in die Schuhe zu schieben. Das TikTok, Bro. Da kann man gar nichts beleidigen diesmal. Also bitte. Guck mal, Gartenzwerg, ich mache jetzt Live-Reaction auf die Kommentare, die ich bekomme. Du sagst, dein Geld, was ich der Schulde kriegst du auch, dann gib mir 9.000 Euro zurück. Du Affe, du kleiner Affe. Nochmal, die abgemachte Summe, deine eigenen Worte, ich bin ein Huhn. Ich schwöre... Digga, du bist geistesgestört. Ey, Leute, eigentlich muss ich aufhören hier. Weil man kann sowas nicht machen. Wie soll ich denn, Bruder, jetzt macht es mir ein bisschen zu leicht. Der legt sich auf Bauch. Aber ich hoffe, du hast keinen Steifen.
Der legt sich auf Blech, auf Bauch. Er macht jetzt so, auf React, auf Kommentare. Also Bro, du guckst nicht, was ich sage, gehst nur auf Kommentare, ist doch bescheuert, ja? Ich kapier's nicht, aber okay. Erschieß mich neben Aminus Krab, wenn ich lüge. Ich erschieß mich selber neben Aminus Krab, wenn ich lüge. Du hast selber gesagt, ich habe meine Leistung nicht erbracht, aber Malik auch nicht. Du wolltest diesen Film machen. Nee, ja, das stimmt. So ungefähr stimmt das. Es gab ein Gespräch zwischen uns, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß, ich habe nicht so viel gepostet, wie du wolltest oder wie ihr euch gewünscht habt. Es hat aber auch sich einfach nicht so geil ergeben. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass die deutsche Mannschaft nicht so weit gekommen war. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, aber dafür habe ich dann zum Beispiel Flair rangeholt, das ran. Also ich habe versucht, du weißt doch, ich habe versucht zu verhandeln, dass irgendwie dem sozusagen dem Arbeitgeber hier in dem Moment, also Arbeitgeber ist falsch, aber ihr wisst schon, mein, so mit dem ich einen Job habe, den zufriedenzustellen. Und was ich meinte mit Malik, ich glaube, es ging darum, ein Teil meiner Aufgabe war, wenn ich mich recht erinnere, wenn Leute bei mir Interviews machen, dass ich denen Zeck-Produkte gebe und sage, hey, nimm noch ein bisschen mit. Das habe ich auch mit anderen Produkten schon gemacht, das war gleich eine Idee von mir. Hey, viele Rapper kommen zu mir, gib mir einfach ein bisschen Zecklager hier, dann gebe ich denen das immer. Und das war, glaube ich, Maliks Problem oder ich habe ihn nie erreicht. Die haben mir nie vernünftig geschickt. So waren Rapper bei mir, konnte ich denen aber nichts geben und keine Selfies mit den Produkten machen. So ein bisschen habe ich versucht zu erklären. Aber gut, du hast damals gesagt, Matthias, darauf, hast gesagt, ja, ich werde mit ihm reden, wir werden das schon irgendwie dribbeln. Ja, und dann war es halt nie wieder für mich erreichbar. So, also muss man sagen, du weißt schon, Matthias, TikTok sportlich. Malik hat nichts gemacht, du hast nichts gemacht, Matthias, gib mir Geld. Naja, so stimmt das jetzt auch nicht. Hä? Das stimmt so nicht, Bro. Ich hab dir gesagt, was kann ich machen, damit ich den Job noch erhalten kann. Sollen wir weniger machen oder soll ich noch was machen? Ich gebe Gas, sag mal was. Zwei neue Interviews, Events, das. Ich wollte einfach nicht, dass der Job sozusagen, also ich wollte einfach nicht, dass das Budget verloren geht sozusagen. Und ja, keine Ahnung, ja, mein Gott. Nur weil Malik nichts gemacht hat und nichts geschissen bekommen hat. Ja, aber ich meine, du sagst es ja, dein Mitarbeiter, also das ist nicht irgendein Mitarbeiter, einer der Manager da, schickt mir die Produkte nicht, ich kann die nicht weitergeben. Also ich bin ja natürlich abhängig davon, ist ja klar. Was halt seit 2019 so war, die sind ja so rausgeflogen, oder haben wir auch Streit. Und ja, du nichts geschissen bekommen hast, hast du trotzdem kein Geld verdient. Und hab ich ja nicht, ich hab das Geld nicht bekommen, Bro. Nicht, dass jetzt nachher rauskommt, du hast dem Malik Geld gegeben und der hat's mir nicht gegeben. Ich hoffe nicht. Und dann hat Malik noch, weil Malik ist auch ein Tamm-Politiker, ein Schlauer. Und dann ja, ich hoffe nicht, dass ich abgezogen wurde hier und du hast, bin ich sauer auf dich gewesen die ganze Zeit, aber naja. Mal zwar noch auf 6 Plus Seite, dir Geld gegeben, weil er wusste, du machst uns. Ich schwöre bei Gott, ich habe kein Geld bekommen. Also damit das klar ist, Malik, wenn du das siehst, es wäre Zeit, dass du dich meldest, also dass dich äußerst, weil das, ich habe kein Geld bekommen von dir, das weißt du ganz genau. Sonst zeig Rechnung. Also ich habe niemals Geld bekommen von Malik. Für diesen Job nicht, den wir hier reden. Ich habe das letzte Geld, was ich von Malik jemals bekommen habe, beziehungsweise von Zeck, war für die FIBO-Geschichte. Für die WM-Geschichte gab es kein Geld. 100 pro nicht. Ich habe mich mit Malik 2 oder 3 Mal mit meinem Geschäftspartner André sogar Meetings gehabt mit dem, wie wir es machen können, dass wir das Geld kriegen können. Und er hat sich mehrmals gesagt, dass er sich einsetzen wird bei Matthias, aber ihr kennt ja Matthias, er will das nicht zahlen. Oder, ja, er war nicht zufrieden, dies, das. Und ich habe immer gedacht, ja, was können wir machen? Dann gab es auch Vorschläge, aber Geld habe ich nie bekommen. Für diesen Job habe ich kein Geld bekommen, Bro. Fitner, heißt also, du hast schon mehr Geld bekommen, als der Zuschnitt, also hätte ich gern mein Geld zurück. Bring mir mein Geld zurück, statt noch mehr zu fordern, wenn du über Hack redest. Du Affe. Der ist Affe, Matthias, kriegst du zurück. Aber ich habe nie über Hack oder so eine Scheiße geredet. Du hast damit angefangen. Wie gesagt, meinetwegen ist der Job verkackt gewesen, von mir aus. Ich habe das auch nie gebracht. Aber trotzdem habe ich Leistung gebracht. Und ihr habt mich geghostet einfach. Ihr seid einfach beide nicht mehr ans Telefon. Ich habe ja, wie gesagt, mit Malik ja jetzt schon mittlerweile wieder guten Job gemacht. Aber du redest immer mit Hack und mit Klar. Du redest immer mit Hack und mit Klar. Also im Chat schreibt einer, bitte mach diesen Arm direkt damit einen Cut. Das ist Standard-Clemens-Verhalten. Er freut sich gerade zu Hause übertrieben, direkt so Promo zu machen über deinen Namen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für ihn. Der Hus hat was geschaffen in Deutschland.
Hus hat was geschaffen in Deutschland. Ja, danke, Jared. Du willst Sekt Plus zu Sekt Plus Schmutz machen? Du Affe! Als ich Mois für die Exo 2018 geholt habe, du warst am Heulen. Matthias, das war aber doch toxisch mit der E-Mail. Hol mich. Walla, das stimmt nicht. Aber gut. Der ist so anders krank, Alter. Schweiger. Doch zur Expo. Du warst am Blasen, dass wir dich da hinholen. Du warst am Blasen. Bestimmt war ich am So, wenn wir noch mal eine Expo machen, musst du wieder so in deinem kleinen vergammelten Twitch-Raum da. Oder du hast doch Sektus nie mit aufgebaut, das hast du auch schon mal gesagt. Wer bist du? Wenn das Fahrrad und Kollege sagen würden, okay, tamam. Wann habe ich gesagt, ich habe Sektus aufgebaut oder mit aufgebaut? Habe ich nie gesagt, Mann. Ich war froh, wenn wir Jobs gekriegt haben und wir haben immer gutes Geld verdient. Also, okay, Bro, Alter. Sehr. Ich hab's nie gesagt, ich will damit gar nichts tun, Bro. Ich will dir noch Hack geben, das ist ja auch wirklich so. So, die wurde immer bezahlt, also bin ich auch theoretisch nichts schuldig, aber ich bin in der Firma dankbar und sie sind auch immer meine Freunde. Wieso? Die haben sich plus mit aufgebaut. Die AZHs, die haben sich plus mit aufgebaut. Jupp, hat sich plus mit aufgebaut. Gibt's Leute, ja, aber du bestimmt nicht. Was hast du gemacht? Du kamst zu jeder Expo, damit wir das nochmal hier rauskriegen. Hiphop.de hat für jedes Interview Geld bekommen. Ich musste für Hiphop.de Interviews Geld bezahlen. Ruß. Du musst es korrigieren, Matthias, für Placements in hiphop.de Interviews. Das ist es. Das musst du schon genau deutlich sagen, weil sonst versteht man das falsch, weißt du? Hat die Menschen nicht kostenlos interviewt? Du musstest besser, er konnte nicht anders. Also es ging ihm nicht um die Reichweite oder so. Er musste das bezahlen. Er musste es bezahlen. Wir haben ihn ja geschlagen. Wir haben ihn so getreten. Zahl. Das heißt, da wurde auch vieles getrickst und gelogen von Roos. Roos ist ein Lügner. Genauso. Ich weiß, ey, Matthias, kann es sein, dass du echt nur Promo brauchst? Ist Zeck so am Arsch gerade? Ruf doch an, wir machen neue Deal. Aber das Geld von 2018, das bekomme ich. Das bekomme ich noch. Mann, Alter, ist Zeck so am Arsch oder was? Zeck minus. Sag mal ehrlich. Ist Crack Plus so am Arsch? Digga, was willst du noch von mir jetzt? Mein Gott, Alter. Klein wie du bist, so verlogen bist du auch. Guck mal, ich liege ganz Hip-Hop. Ich schwöre bei Gott. Boah, ja, ich bin klein. Also, wenn du das nochmal sagst, glaube ich das. Bruce, mach nicht diese Filme auf mich. Du weißt ganz genau, eigentlich bin ich ein ganz anderes Level. Ich weiß gar nicht, woher du diese Eier nimmst. Du bist Crack Level. Das weiß jeder in der Szene. Jeder weiß, dass du deine eigene Marke mit solchen Moves. Tu mir nicht so auf. Pass auf, ich bin anderes Level. Ich weiß es nicht, Matthias. Ich würde ganz ruhig bleiben. Nur, vielleicht hast du ein paar krasse Leute um dich rum und denkst, du kannst auf Straße. Oder es wird gar kein Krasser dich anrufen. Mach dir gar keine Sorgen. Ich werde in meinem vergammelten Twitch-Zimmer sitzen und gammeln. Eben erklären, werde ich aber nicht zulassen. So, wirst du auch nicht machen, so, da musst du mich erschießen. Guck mal, ich sag dir. Oh ja, du bist ganz heftig. Bro, ich rufe jetzt Dingens an. Ich rufe jetzt die Nomads an und dann müssen die dich erschießen. Bro, sag mal ehrlich, was soll denn das Gelaber? Hast du jetzt schon Angst oder was? Also, was ist los mit dir? Entspann dich, Bro. Gib mal einen Promocode, ja. Ich will mir die Eiweißshakes ein bisschen günstiger holen. Jetzt entspann dich mal. Gib mal Promo jetzt Code. Eine Sache. Ganz hiphop.de. Hiphop hat dich ausgenutzt so. Dein gestelltes Video bei Cromotion. So peinlich, wo Hasche dir Geld gegeben hat, damit du Cromotion bewirbst. So. Also, dass das ein Placement war, ist offensichtlich. Und ich habe das natürlich auch kommuniziert. Dass er Haji und sind auch alles Leute von früher, von seinem Team, glaube ich, die sich jetzt selbstständig gemacht haben mit Growmotion, dass die nicht cool sind miteinander, das glaube ich, weiß jeder. Aber gib mal jetzt einen Code wegen Whey-Proteine. Guckt euch dieses Video an, Leute. Roos mit Growmotion. Als bezahlte Werbung, Roos macht das nicht kostenlos. Bro, das wirklich gerade, du hast die Mondlandung entlarvt gerade. Das ist also Placement für Growmotion und es war gar nicht umsonst. Niemals. Du meinst also, ich bin nicht auf eigene Kosten dahin geflogen
und habe das abgefilmt und habe noch so den Code erzählt und bla und das Ganze. Du meinst, das war, wow, ist ja wild, Alter. Krass. Ich meine, eigentlich verrückt, ich meine, also mit dem Code ZECKSCHMUTZ, Leute, könnt ihr auf jeden Fall Whey-Proteine kriegen. Tut, als wenn er massiv kostenlos interviewt, ist ein Startup. Okay, massiv ist der Mann, aber trotzdem, es ist nicht kostenlos. Hajia. Wer hat das gesagt, dass es kostenlos ist, Bro? Ich habe hier gesessen und gesagt, das ist sein Deal. Ich habe. Es ist auch, ey, ganz ehrlich, ja, und habe ich nicht gesagt. Ja, es ist ein Placement. Ja, ich verdiene Geld. Sorry. Sorry, dass ich das Bewerben von deren Laden oder auch dein Laden Geld verdiene. Sorry. Ich werde demnächst meinen Vermieter sagen, hör mal zu, Bro, was willst du Euro? Nimm hier Whey-Protein von ZECK Plus für die Miete, tamam. Krass, Wrestling ist nicht echt. Nein. Der Dicke, der da sitzt, den kannst du auch nicht beleiden, hat dafür Geld bezahlt. Komisch, dass du irgendwie mit gar keinem mehr gut bist. Komisch, dass du absolut mit keinem mehr gut bist. Komisch, dass du niemanden leiden kannst. Irgendwie komisch, dass du auch mich jetzt auf einmal nicht mehr leiden kannst. Ich selber, guck mal, ich leake mich doch selber. Ich musste Geld bezahlen dafür, dass Roos auf der FIBO Kollega interviewt. Warte mal ganz kurz. Ich sehe gerade, also, der Marvin reagiert wohl auch gerade drauf, ne? Nur ganz kurze Info, also nur kurze Frage an Matthias. Matthias, der Marvin hat da das ZECK Plus Logo da in seinem Stream, ne? Eine kurze Frage. Ist das freiwillig, weil er das so geil findet? Musstest du Marvin bezahlen? Oder ist das Placement? Wirst du über ihn auch demnächst sagen, ich musste das bezahlen, dass das da drin war? Hör mal, da muss ich. Ich leake mich ja selber. Ja. Wow, du hast uns. Wow, du bist sehr. Der, also der Schlauste bist du nicht, aber gut, okay, mein Gott. Obwohl das. Ey, wie viel geht das noch? Das sind 100 Storys. Willst du mich verarschen, Matthias? Chill doch mal. Ich war ein Nebensatz, was gesagt. Hiphop.de auch Klicks bringt ohne Ende. Ich muss doch für Fahrradinterviews Geld bezahlen. Das ist ein Fakt. Du musstest nicht für Fahrradinterviews Geld bezahlen oder für Kollegeinterviews. So, der drückt das immer so mäßig aus. Das ist natürlich Quatsch. Das ist jedem klar, dass das Quatsch ist. Weil ein Fahrrad. Wer sagt zu einem Fahrradinterview? Nein, Fahrrad bringt die Reichweite mit. Du wolltest gern in einem Fahrradinterview stattfinden mit deiner Marke und deswegen hast du bezahlt. Und das ist auch okay. Guter Deal für mich, für dich ist es eine Win-Win-Situation. Oh, ich habe Podcast gehört. Die machen Werbung im Podcast. Oh mein Gott, wie können die das machen? Hä, ich gucke gerade Fernsehen, da kommt so Werbung. Hä? Ja, aber bist du eigentlich bescheuert, Bro? Erzähl mir jetzt noch deine Lebensgeschichte, dann sind wir durch. Hiphop.de, von Roos 50% geleitet, war nie eine unabhängige Plattform. Von Roos 50% geleitet. Das ist ja so schön gewesen. Ja. So gern ich auch Tobi hab und so Brothers wir auch sind, leider gehört der Laden mir nicht 50%, nicht mal 1%. Ja, ja. Ja. Leider. Du hast dort Geld bezahlt für Interviews. Außer große Rapper for Releases haben kein Geld bezahlt, weil... Oder niemals hat ein Rapper bezahlt für Interviews, die Markennamen bezahlt, wenn die in den Interviews, und das ist heute noch so, stattfinden wollen. Das ist ein Placement, Bro. Das ist eine Produktplatzierung. Auch altertümlich in der Römerzeit wurde das noch Werbung genannt. Werbung. Bruce, bei den musste. So, und bei mir hast du... Das ist aber kindisch, Matthias. Das ist Kindergarten. Hast du auch geblasen, damit du auf die Expo kannst, noch ein bisschen Geld kriegst. So. Und nochmal, du hast bei der Expo auch schon zu viel Geld bekommen. So. Ich habe gut verdient bei der Expo. Das habe ich nie in Frage gestellt. Das ist einer der Gründe übrigens, warum ich auch dem ganzen Geld jetzt nicht mehr hinterhergerannt bin, weil ich hatte so das Gefühl, komm, Alter, irgendwann wird es irgendwie wieder eine Möglichkeit geben, mit ZECK zu arbeiten, will ich jetzt mal nicht so Korinthenkacker sein. Ich habe auch mit Malik auch dieses Gespräch gehabt.
Dann aber ist Malik aus der Firma raus, viele sind aus der Firma raus, du bist irgendwie völlig abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, warum. Wie gesagt, wünsche dir nichts Schlechtes. Weiß nicht, ob es gesundheitlich war. Vielleicht war es auch wegen deinem Hund, Amino. Was ich völlig verstehen kann. Ne? Also ich liebe meinen Hund auch sehr, ihr wisst das. Verstehe ich. Aber irgendwie ist es ja dann so passiert. Bis heute nie wieder ein Geschäft gemacht. Bis heute habe ich nicht über dich geredet. Schon mal nicht schlecht. Ich war echt gut über dich geredet, wenn der Name fällt. So, na, das muss klar sein. Das muss klar sein. Weil du hättest auch von Köln mit nach Essen einen Zug fahren können, mit einem heimfahren können. Es waren viele Leute aus Essen, Sicherheitsleute aus Essen. Wieso hast du ein Fünf-Sterne-Hotel bekommen von mir? Habe ich nicht bekommen. Aber wenn, ich erinnere mich nicht, aber wenn, danke. Aber ich habe ja, wie gesagt, habe ich dich darum gebeten oder was? Jeder kann Mäus fragen. Ich habe so ein Zimmer gehabt in so einem Ein-Sterne-Zwei-Sterne-Motel, was okay war. Leon Lovelock hat auch geschlafen, jeder kann nicht fragen. Mois hat in meinem Zimmer ein paar Stunden gepennt, bis er ein eigenes bekommen hat. Das war aber nie ein Thema, Bro. Das wäre gar kein Problem. Schenk, Belesch. Ja, Musi Hotel, 4 Tage hat mich. Danke. Ich, für dich bestimmt 2000 Euro extra gekostet. Hätte ich dir gar nicht bezahlen müssen, so. Ich glaube aber, dass, ich erinnere mich nicht an 5 Sterne, aber es gab mal eine Geschichte, wo wir ein gutes Hotel hatten. Das war aber jetzt nicht, glaube ich, unbedingt auf meinen Namen. Ich glaube, der hat einfach wirklich 50, 60 Zimmer. Die haben eine riesen Expo gemacht. Der hat 50 Zimmer gehabt und dabei ist eins abgefallen und habe ich reingesmoothed, weil in einem anderen Hotel nichts frei war. Aber was ist das für ein Hotelthema? Ist doch scheißegal, Bro. Worum geht's hier überhaupt? Korrekt zu dir, du warst unkorrekt zu mir. Du hast mich abgezogen bei Havax. So, ich habe nicht drüber geredet, aber. Ich habe dich abgezogen bei Havax? Nils hat das sogar vergessen. Du hast mich heute drauf gebracht. Du bist ein Abzieher. Du hast mich abgezogen. Beziehungsweise Malik war so schlau. Guck mal, ich lob sogar Malik, dass er sich hat von dir abziehen lassen, weil er wusste. Guck mal, ich lob sogar Malik. Was? Ich hab dich bei Havax abgezogen. Bitte erzähl, wie das war. Zu diesem Zeitpunkt brauchten wir dich noch und du bist ein Fitnermacher. Du machst immer Fitner. Aber du brauchtest mich noch. Du bist ja tamkorrekt. Du hast also von mir schlecht gedacht, Fitnermacher, aber wir brauchten dich noch. Aber du musst es bei mir bezahlen. Also du weißt auch jetzt nicht unbedingt, was du willst, ne? Also, ich bin der Abzieher, aber du brauchtest mich. Also hast du mich benutzt. Und weil ich mich nicht benutzen lassen wollte, das nervt dich. Ich check gerade echt nicht, was du sagen willst, aber komm zur Sache, was war mit dem Havax, Bro? Erzähl den Leuten doch, was du über die Leute, pro die du redest in deinen Streams, was du hinter dem Rücken erzählst. Soll ich das erzählen? Soll ich direkt auspacken? Soll ich jetzt am Anfang deines Beefs schon direkt meine Geheimwaffen ziehen und sagen, was du über die Leute redest, so? Du Heuchler, so? Soll ich direkt auspacken? Mach mir nicht den Mäus. Du weißt ganz genau, dass ich nicht so eine Scheiße erzählen würde über andere. Dafür habe ich einen zu glatten Ruf. Ich passe mal auf, mit wem ich rede. Und Matthias, egal über wen ich vielleicht schlecht geredet habe, mit dir habe ich das nicht gemacht. Meinst du, ich würde einem Großmaul wie dir, der morgens, wenn er aufsteht, sein Schwanz nicht mal wäscht, direkt live geht und alles erzählt, meinst du, ich würde dir irgendwas anvertrauen? Ich meine, Mäus. Mäus hat auf offener Straße offen über jeden diesmaß. Bruder, ich habe dir aller Wahrscheinlichkeit nach dir nicht vertraut. Also, bestimmt nicht zu dir, der ist ein und der, das ist, das weißt du selber, was ich meine Art. Das nur bei Leuten, denen ich vertraue, wie Mock, wenn wir telefonieren, dann der ist ein. Ey, Bro, Alter. Soll ich mal auspacken? Ja, pack aus. Also, Matthias, wenn. Pack aus! Wenn ich mit der Havax machen soll, ne? Dann kannst du aber nicht mit den AZTAs arbeiten. Die haben mich auf der FIBO nicht richtig beschützt. Lass mich nicht reden, Bruce. Bruder, das ist völlig ausgedacht. Was sagt er? Ich hätte gesagt, wenn ich den Havax mache, soll er nicht mit AZTAs arbeiten, weil die hätten mich auf der FIBO nicht beschützt. Das hätte ich gesagt. Bruder, was ist das für ein Zusammenhang, Bro? Die waren Sportler bei dir. Sind die immer noch Sportler? Ich weiß nicht, bei dir. Als ob ich so ein mehrfach... Mann, Alter, ich habe sowieso gar keine Havax, also die Glatzenträger, AZTAs, die Glatze haben, habe ich Havax. Bruder, die Schnauze. Bruder, langsam, Bruder. Guck mal, versuch doch jetzt nicht Fitner zu machen zwischen mir und AZTAs. Ich habe eh mit denen nichts zu tun, habe seit Jahren die nicht gesehen, aber was soll diese Scheiße? Bruder, du bist auf Stoff, ganz easy. Auf was für ein Trembolon oder wie das sich nennt, bist du? Ich muss mal Flair anrufen und sagen, Flair, auf was ist der? Der kennt sich ja aus mit sowas.
Er versucht ein Schlachtfeld nach dem anderen zu öffnen, damit ich so mäßig in Bredouille komme. So. Als ob ich die Macht gehabt habe, 2018, 17 zu sagen, er soll deren Hauptsportler wegschmusen, dann mache ich den Havax-Promo. Und wenn ich Havax-Promo mache, dann weiß man ja, es verkaufen sich 1 Million Teile. Hey, Bro, Alter. Der Havax und der Hells Plus Stuff, ehrlich gesagt, den haben die mir auf irgendeinem Deal dazugeschickt und passt ja zu mir. Havax und Hells, diese Health Plus Stuff. Das, der Havax war, glaube ich, sogar in diesem WM-Deal drin, aber Bruder, am Ende für mich ist ja egal. Guck mir die Produkte an, ist ja immer so, du guckst dir die Produkte an, was passt er zu dir und was er nicht. Und Havax, ey, passt super zu mir. Dann hat der Malik immer gesagt, ey, Ruth, das passt, guck mal, du bist jetzt kein Pumper. Mach lieber für Health, also diese Health Plus. Und Havax, das passt doch zu dir. Und zieh unsere Su-T-Shirts an. Das war so diese Promo. Bruder, ey, entspann dich, Bruder. Lass mich nicht reden. Und bei Gott, ich habe wegen Ruth bestimmt nicht jetzt das gekündigt. Bestimmt nicht wegen Ruth. Als ob ich... Er sagt so, der hat wegen Ruth nicht die Assertas gekündigt. Oh, okay. Ich habe gerade noch gedacht, du hättest die gekündigt wegen mir. Du hast Prozente, aber nicht auf Zweck Plus. Oder mich mit Assertas gestritten, deswegen, und die haben auch nicht deswegen gekündigt. Ich will nur ein Beispiel bringen. Ein Beispiel. Wie er Fitner zwischen mir und Assertas machen wollte. So. Ich schwöre bei Gott, das stimmt nicht. Ein Beispiel. Das ist, was du die ganze Zeit gerade versuchst. Jetzt gerade machst du das. Du checkst das nicht mal. Bruder. Weil er auf der Fieber angeblich nicht beschützt wurde. Wovor denn beschützt, Ruhl? Erzähl doch mal, Ruß. Erzähl mal, bevor du beschützt werden solltest. So. Also, was auf der Fieber passiert ist, gibt es, glaube ich, 80 Videos von. Ich habe es damals schon live erzählt. Aber ich hatte 0,0 mit Assertas zu tun. Weder im Schutz noch freundschaftlich noch alles. Einer von denen, oder nee, beide waren mit Sinan im Knast zur selben Zeit. Daher kenne ich die. Ich kannte die damals, aber auch nur flüchtig. Ich habe mit denen nichts, ich habe noch nie in meinem Leben mit denen weder telefoniert oder privat getroffen. Ich kenne die allermeistens von Farid und Zusammenhängen mit Farid. Als ob meinst du, ich traue mich, jemanden, der mit denen jahrelang zusammenarbeitet, so einen Quatsch zu erzählen. So. Ja, klar. Hm. Ey, die Assertas übrigens, arbeite nicht mit denen. Hm, ja, ja, klar. Ey, Bruder, da hast du mich jetzt aber ein bisschen zu groß gemacht. Hm, also. Abgesehen davon, dass die, also abgesehen davon, dass das drei so Killer sind, so MMA-Killer und so bla bla bla, warum sollte ich irgendwie versuchen, denen irgendwas, als ob die paar Düsen, die ich bekommen habe für meine Arbeit, als ob die nicht irgendwie das 10, 15, 20-fache bekommen haben, weil du willst aber ein ganz anderer Film, was die gemacht haben, oder Farid. Das ist, oder? Ich weiß nicht, wie du das zusammenbringst, aber bist du jetzt bald fertig, Bro? Verstehe ich gar nicht. Wofür brauchst du Schutz? Wir sollten Schutz, ich brauche Schutz. Abu und Ottmann dich beschützen als Person, verstehe ich gar nicht. Was? Weil ich krass bin. Ich bin ein Rapper. Was für einen Film hast du da gefahren? Erzähl doch mal Background-Infos so. Was redest du die ganze Zeit? Hä? Ich war nie mit Abu und Ottmann unterwegs, weder auf Zeck noch auf das. Wenn die da waren, dann waren die als Sportler da. Ich habe die auch mal interviewt, die waren, wenn dann, mit Farid connected. Ich habe mit denen gar nichts zu tun gehabt. Und als diese Arafat, dies, das, Araber, Maraba, Gang, Mang, dahin kam, ihr wisst schon, alles damals passiert ist, da waren die alle schon vorher weg. Die haben sich, glaube ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, aber nicht mehr gesehen. Ich habe damit sowieso gar nichts, absolut gar nichts zu tun gehabt. Zwar gab es einen kleinen Mini-Auflauf auf mich, aber... Ja, aber er ist salty. Jetzt erfindest du Sachen. Guck mal, Bro, das wird immer teurer, die Scheiße für dich. Ich will mein Geld auf jeden Fall, Matthias. Und es ist scheißegal, ob du jetzt Fitner machst mit Gott und der Welt. Es ist auch egal. Ich werde mein Geld von dir kriegen. Du bist ja wissig. Ja, wie sagt man nochmal so schön auf TikTok? Ja, wissig. Wurde. Sorry, ich bin richtig krank, ich habe Grippe und ich muss eigentlich nach Köln, so, da kannst du mich ja dann suchen, komm. Ich wünsche dir gute Besserung, Bro. Wenn du in Köln bist, kannst du mich ja anrufen, dann können wir uns ja treffen. Wir beide wissen, dass du in Köln versuchst, jeden anzurufen, bevor du da hinkommst. Aber ruf mich doch an, ruf nur mich an. Ich komme zu dir, wir reden.
Dann können wir das mal klären. Wir bringen das Geld mit. Ich poste jeden Standort, das ist öffentlich, alles öffentlich, wo ich bin. So momentan. Meinst du, ich poste öffentlich, meinst du, ich will dich überfallen oder was? Ich poste öffentlich, wo ich bin. Mann, du sollst mir einfach sagen, wo du bist, dann treffen wir uns, dann haben wir ein Gespräch, dann können wir einen Vertrag aufsetzen und du kannst mir das Geld geben, was du mir schuldest. Ganz ehrlich, Alter. Können wir auch immer einen Anwalt laufen, dann müssen wir. Ich mache mach öffentlich jeden Standort, ich bin jetzt krank. Du bist nicht krank, du bist auf Nase. Du bist auf Nase. Du bist Crack Plus. Das ist das Ding. Du bist einfach 100% heterosexueller Nasenbär. Ich war zu Hause, weil ich krank bin, so. Ja, voll der Süße. Ja, Matthias, du bist ja voll der Süße. Ich verstehe dich. Du bist auch gerade ein bisschen krank. Verstehe, alles cool. Gute Besserung, mein Lieber. Ich bin krank geworden. Ich wollte morgen nach Köln fahren. Jetzt habe ich den Jungen mal wieder verschoben, weil ich krank geworden bin. Jetzt die letzte Story über dich. Halt besser deine Fresse. Du kannst über mich gar nichts Negatives sagen. Du kannst Sekt Plus nicht zu Sekt. Ich habe gar nicht viel über dich Negatives gesagt. Du hast mich beleidigt, du hast schlecht über mich geredet. Dann habe ich gesagt, ja, wenn wir so reden, da ist ja noch was offen. Aber alles andere habe ich gut geredet. Ich habe auch gesagt, dass ich gut bei dir verdient habe, dass das alles immer cool war. Die letzten Storys, die du aber gemacht hast, das sage ich dir nochmal, damit das in deinem Schädel hängen bleibt. Es ist scheißegal, wenn du anrufst, Matthias. Du kleine salty Mäuschen, du kleine Mäuschen. Du kannst anrufen, wen du willst, Bro. Du hast mit deinen letzten Storys es vermasselt. Jetzt zahl mir das Geld, was du mir schuldest, Crack Plus. Schmutz machen, weil du keinen Schmutz von mir hast. Ich habe so viel schmutzige Unterwäsche. Ich habe keinen Schmutz von dir. Du bist Schmutz. Zeck Schmutz. Von dir. Lass mich nicht auspacken. Ich werde dich sonst, ne, auf TikTok oder YouTube, aber mein heutiges TikTok habe ich ja schon gelöscht, so, weil ihr Löwen seid, so, weil ihr. Wir haben das gelöscht. Wie habe ich das gelöscht? Mit meinem Pimmel, während ich live bin. Matthias, du bist ein von Paranoid. Du bist paranoid. Du bist zerfressen. Zeig deine Nase. Zeig deine Nase in die Kamera. Mach ein Foto von deiner Nase. Du bist auf Insta oder YouTube, aber da seid ihr ja Löwen. Mann, Alter. Löwen seid. Und dann werden Leute wie Kuchen für uns Stay darauf reagieren und die werden dich nochmal hops nehmen, weil die dich nicht leiden können, weil du für alle ein Versager bist. So. Du bist Twitch-Versager. Er sagt so, dann werden Kuchen und Stay auf dich reagieren. Ich weiß gar nicht, wie er auf Stay kommt, aber Kuchen wird auf dich reagieren. Schaffst du es nicht allein oder was? Also erst sagt er, ruf niemanden an, dies, das. Dann sagt er, ja, dann werden Kuchen und Stay auf mich reagieren, dies, das. Ja. Ich sehe gerade, auf seinem Drecks-TikTok stand übrigens, dass er wegen Community-Richtlinien gesperrt wurde. Wahrscheinlich, weil er beleidigt hat. Guck mal, Matthias, du Versager. Guck mal, mein Lieber, du Nasenbär. Der Kuchen, ich glaube, der wird demnächst aufpassen, was er so über mich erzählt, damit er keinen Scheiß erzählt. Der hat gerade wieder ein Gerichtsding gegen mich verloren. Ich weiß nicht, ob der Bock hat. Aber ich weiß nicht, warum du ihn mit reinziehst. Warum brauchst du ihn denn? Oder Stay. Also, warum brauchst du die denn? Schaffst du das nicht alleine? Ist ja jetzt nicht so, dass ich eine kranke Reichweite hätte. Frage Nummer eins, so. Ich bin ja froh, dass du ans Mikrofon kommst mit deiner Größe, so. Schwöre bei Gott, und ich beleidige auch übel, weil du aus dem Nix. Also, wenn du noch einmal über meine Größe redest, ne, wäre ich aber traurig. Also. Ey! Matthias, kannst du mich bezahlen endlich? Ich warte seit 2018 auf mein Geld. Zeck Schmutz. Crack Plus. Gib mir mein Money, Bitch. Gib mir mein Money, Bitch. Bitch, better gib my money. Bitch, better get my money. Ich habe bis zum heutigen Tag das nicht einmal erwähnt, Bro. War mir scheißegal. Alles egal, diesmal. Aber das ist jetzt das, nur damit du es weißt. Damit du es weißt, Bro. Das ist das zweite Mal, dass du so Seitenhieb an mich machst. Nicht heute das erste Mal. Als wir den Shitstorm hatten, im Sommer, als es uns echt nicht gut ging, weiß ich nicht, wo du Fettschwein von der Seite gekommen bist und über mich so geredet hast, auch wie jetzt. Bruder, ich sage dir,
Fettschwein mich nicht von der Seite an. Mach deine Nase sauber, mach einen Entzug und vielleicht verzeih ich dir dann. Dann sage ich, du warst auf Tamam. Aber mach einen Entzug, Alter. Dein Blick, weißt du, was der sagt? Dein Blick sagt. Wo ist Roos, der Kleine? Ich f*** ihn. Aus Neid ein Beef mit mir startest du. Und woher du deine kleinen Eier holst, die eh nicht groß sein können, weiß ich eh nicht so. Und du wär... Meine kleinen Eier. Ja klar, ich bin klein, habe ich auch kleine Eier. Ich beleidige so oft ich will, ich sag, was ich will. Und ich hab, vor dir habe ich wirklich weniger Respekt als für jeden. Er postet eine Nachricht, wo einer schreibt, man merkt richtig, dass du seinen wunden Punkt getroffen hast. Hol dir mal wieder runter von seinem fliegenden Teppich. Matthias, du bist zu dumm, dass du jede Scheiße glaubst. Er schreibt ihn, der wird noch runtergeholt. Ich habe in der ganzen Rap-Szene und so momentan keinen Feind. Niemand, auf den ich Kicks habe. Außer jetzt Roos und daran lasse ich mich auch aus. Ich mache sogar kleine Voodoo-Puppen ins Paket, die aussehen wie Roos. Ey, du bist momentan, sagt er so. Ah, Matthias, Alter. Du willst Promo für deine Marke? Ich helfe dir. Ich helfe dir, Matthias. Wir machen das zusammen. Voodoo. Der benutzt auch mein Icon. Der blockt auch sofort bei berechtigter Kritik bei Instagram. Und darauf antwortest du, oder was? Weil er eine Psychose hat. Er hat nur Millionäre interviewt und ist selber ein Penner. Ja, also jeder Rapper ist nicht Millionär. Nicht mal alle. Nicht mal die meisten, meine ich. Berechtigte Kritik ist ein Bastard. Klar blockt er, weil er in seinem Psychosenwahn Kritik nicht ab kann. Bruder, er ist 1,50 groß. Ja, circa jeder YouTuber hat ihn gefickt. Er hat in der Szene ein... Es ist sogar... Jetzt, also das, was er jetzt ungefähr 27 Mal wiederholt hat, schreibt er noch jemanden privat. Weil kann ja sein, dass er das nicht verstanden hat. Junge, Alter. Das ist geil. Der Vogel nennt dich Crackschmutz und meint, dass du eh wieder nur Leute anrufst, die dann Leute anrufen, die er kennt. Das stimmt. Ja, bei Roos, den krassen Mafia-Paten, rufe ich Leute an. A, weil er der Straße so gefährlich ist. B, weil er im Internet so gefährlich ist. Nicht jeder, nicht mal eine Rapperin würde Roos wegen irgendwem anzeigen. Ich hatte noch nie Personenschutz. Roos fast dauerhaft. Was? Der... Ich hab Personenschutz, ja. Ey, yo, Bro, Alter. Ich hab noch nie Personenschutz gehabt. Der Roos dauerhaft. Aber nur fast, ey. Nicht immer, ne? Fast. Haben wir es bald. Ist das, Adam, ist es bald durch? Wirklich, das reicht jetzt langsam. Das ist ja von die Matthias-Show. Der hat sich hier umsonst in meinen Twitch-Zack plusisiert. Zack, Schmutz. Ey, Alter, Bro. Du hast nur eine Story. Abo, du hast recht. Ihm fuckt das ab, dass der Kuchen TV mich so als Pate geframed hat. Das sogar fuckt ihm ab. Ja, ey, Kuchenmann, bist du doof? Der ist kein Pate. Mach ihn nicht zum Pate. Mach mich zum Pate. Sag nicht, er ist Pate. Bei dem Kuchs, ne? Ich habe in den letzten 10 Jahren so viele Tabletten gefressen. Bruder, so viel kannst du dir gar nicht leisten, du Heckenpenner. So, ich schwöre bei Gott, kannst du gar nicht bezahlen. So viele Tabletten, die ich gefressen habe, kannst du gar nicht bezahlen. Aber Matthias, ich fress sehr, sehr viele Tabletten, die bezahlt aber die Krankenkasse, Gott sei Dank. Letztes Mal gezogen mit 17 Jahren. Danach war ich in der Ballerburg, weil ich nicht mehr klar auf mein Leben kam. Und auf Aminos Grab, dem habe ich keinen Kram gezogen. Wer ist so, würde ich zugeben. Habe ich Tabletten genommen, letzten 10 Jahre habe ich. Also. Ja, mein Gott, du weißt doch, das ist so ein Begriff, für dass du... Habe ich Alkohol getrunken die letzten 10 Jahre? Zweimal. Habe ich Testo gespritzt, jede Woche, alle 4 Tage. Haben wir nicht gemerkt. Puh, mir gar nicht aufgefallen, dass du dauernd Argo durch die Gegend läufst, dauernd irgendwelche Ansagen machst und jetzt auch wieder. Bruder, das ist echt krass, Mann. Das hast du gar nicht gemerkt, dass du nicht normal bist. Nämlich Wachstumshormone, mehr als du Heckenpenner dir leisten kannst. Nämlich ja, das sieht man auch nicht. Dass dein Gesicht gewachsen ist, dass die Nase gewachsen ist. Das sieht man nicht. Das ist nicht der Missbrauch von Wachstumshormonen. Das, hey, ich wäre da nicht drauf gekommen. Kenne mich damit ja nicht aus. Nein. Würde ich zugeben? Ja, würde ich machen. Wieso? Ich bin mit Matthias Clemens. Ich gebe alles zu. Verstehst du meine? Ganz weirder Flex.
auf sowas sich feiern, weiß ich nicht. Flex. So, und noch was, Ruth. Ne, komm, den hebe ich mir noch auf, so. Du Heckenpenner. Du Affe. Und keiner ruft irgendwen an. Komm, du, wenn du was von mir willst, Villa Shahrazad, Trier, Rebel aus Köln. Salam alaikum. Durch jetzt, haben wir es jetzt? Ist da noch was? Oh mein Gott. Du Zwerg, wie die dich zum Hampelmann machen. Guck mal, nur Kuchen-TV. Wie der dich gefickt hat, hat er dich gefickt. Ruth, die Wahrheit, Ruth, Doppelmoral. Ruth, Distrack habe ich gerade reingeguckt. Die haben dich komplett hops genommen. Bruder, die sind... Also Ruth, Distrack habe ich gerade reingeguckt. Halb so alt wie du, die haben dich gefickt. Guck mal, wie du aussiehst, wie ein Opa. Guck mal, der Junge ist, keine Ahnung, 25, 26, jetzt spielt ein Baby auf dem... Hier sehe ich aber überraschend gut aus. Haben die meine Augenringe weggemacht. Mom, du siehst aus wie so ein Baby-Opa, wie so ein Zwerg-Opa. Dann hier was mit Jesus, dann hat er dich ja noch mehr gefickt. Dann wurdest du noch mal komplett zerstört. Bruder, wer hat dich nicht gefickt? Hier hast du wieder vor Gericht gewonnen. Ja, Bushido ist ein Zinker, aber du bist ein Ehrenmann. Du gehst auch vor Gericht. Du bist ja genauso ein Lutscher. Also gut. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das war ein kleines bisschen salty. Der durchgedrehte Flex. Ist es das? War es jetzt. Ich hoffe, komm, Bruder, das war es jetzt, oder? Boah, ja, komm. Matthias, ich mach eine kurze Pause, okay? Ah, Matthias, mein Lieber. Komm, du Hund. Mach diese Flex. Bruder, du weißt genau, Bruder, dass wir freiwillig alle keinen Zweck benutzen, weder den Haarwachs noch die Stoffe. Nix, niemand benutzt das freiwillig. Die allermeisten in der Öffentlichkeit werden dafür gut bezahlt. Danke nochmal fürs Geld. Aber privat wird natürlich dann gerne doch diese andere, dieses, was benutzen die Jungs immer, ESN? Ich kenne mich damit ja eh nicht so gut aus, aber ist gut. Also, keine Ahnung, er zufälligerweise lässt er ja, also ist der Sponsor bei Marvin und bei Belasch. Also das muss ich jetzt wirklich sagen, ich weiß wirklich nicht. Kann aber sein, dass sie natürlich, dass er das mitkriegt und dass der unseren Beef so auch so persönlich nimmt. So, ich habe nie über die Marke schlecht geredet. Bisher nicht. Ich habe nie gesagt, ey, warum supporten die so einen Holocaust-Leugner? Das ist eh nicht mein Style auch. Die sollen ihr Film schieben, die sollen ihr Marken machen. Gönnung und jetzt ist natürlich ein bisschen was anderes da. Jetzt ist der andere Film, Bro. Der sogenannte Zitlo 2, Matthias Clemens, Zeck Minus,